Verstanden. Der gleiche Muslim, der seinen Islam und Allah aufs Blut verteidigt, wenn der einfach nur irgendwie durch unser zufälliges Universum in einem christlich-abendländischen Land geboren werden würde, dann würde er das Christentum verteidigen. Also es ist so lächerlich irgendwie. Ich verstehe das nicht so. Ja, das ist, weil die meisten Menschen die Religion ihrer Eltern annehmen, Genau, genau. ohne das Ganze in irgendeiner Weise zu hinterfragen. Genau. Und man macht es sich halt auch leicht, weil du hast in der Religion, hast du dein Büchlein und da lernst du halt alles auswendig draus. Und wenn dann einer kommt und dich irgendwie mental challenged, herausfordert, dann suchst du in Panik irgendeine Sure, wo du das dann so hineininterpretierst, wo ich sage, ja, aber wenn du in einem Gericht bist, zählt doch das Buch des Mörders nicht als Beweismittel. Ja, also du kannst mir nicht Gott beweisen, indem du mir den Koran oder die Bibel zeigst, weil die ist doch eh nicht, die ist doch eh von Menschen geschrieben. Ja, um das Ganze abzukürzen, man kann die heiligen Schriften nicht mit den heiligen Schriften verifizieren. Weil Vielen Dank. das wäre genauso, als wenn ich sage, ich habe Recht, weil ich Recht habe. Genau, vielen Dank. Das ist absolut Also, ich war auf eine Challenge und die wurde noch nie Also, ich habe gerade erfolgreich. noch mal nachgelesen. Es steht auch überall, dass das Judentum nicht missioniert. Es ist nicht das Interesse, dass alle konvertieren, aber wenn man möchte, kann man es machen aus eigenem Ja, Willen. genau, weil ihr das auserwählte Volk Gottes seid und das euch besser darstellt als alle anderen. Und dieser Glaube ist ideologisch und gefährlich. Aber wir zwingen ja niemanden zu wechseln, oder? Und das ist gefährlich, wenn man Nein, zwingt. nein, aber wenn man den anderen dann, weil er eben nicht konvertieren kann oder will oder soll, ihn als minderwertig anzusehen, weil man sich selbst als die heilige Rasse von Gott sieht, das ist ein Problem. Aber wo Das tun haben doch denn nicht alle Juden Juden. Andersgläubige als Minderwertige behandelt? Das war doch immer nur Das andersrum. ist doch die Im Sag mal, weißt du nicht, was implizieren bedeutet? Kann das sein? Was laberst Weißt du, was implizieren bedeutet? Was willst du mir damit sagen? Implizieren bedeutet, du sagst etwas und durch deine Aussage sagst du auch noch indirekt etwas anderes, was dann einfach Bestand hat. Und wenn ich selber sage, ich bin das auserwählte Volk Gottes, ich bin der Glaube Gottes, der einzige Glaube, dann nehme ich allen anderen gleichzeitig ihren Glauben weg und diffamiere sie als weniger wert als mich selbst. Aber warum sagt das Christentum das auch über das Judentum? Ja, das kritisiere ich ganz genauso. Und genauso kritisiere ich auch den Islam, weil der mit genau der gleichen Ideologie um die Ecke kommt. Das ist doch das, was Omid gerade angesprochen hat. Jeder beansprucht für sich die einzig wahre Wahrheit und lässt keinen Platz für sonst irgendjemanden. Und das, meine lieben Freunde, kommt alles direkt vom Teufel. Implizieren bedeutet nicht Wimperntuscheln. Ja. Also sie hat einfach nicht zu Ende gedacht. Weil ich glaube, dass sie eine gemäßigte Jüdin ist, die das einfach so von ihrer Kultur, ihrer Familie und so mitgekriegt hat, wie es natürlich auch gemäßigte Christen Anuschka, in die also Kirche ich gehen. kenne das. Anuschka, warte mal, Kann der ich mal Typ, der bitte hier gar nichts ausreden? sagt und einfach nur zuhört, ganz unten, weißt du, Kann was ich mir mal bitte aufgefallen ist? ausreden? Anuschka, ich Ich bitte kenne dich. keine Juden, die sich als besser irgendwie Anuschka. darstellen und die auch keinen zwingen, zu unserer Religion zu konvertieren Anuschka. oder sagen, wir sind die Besseren. Punkt. Oh mein Gott, wenn man sagt, man ist das auserwählte Volk Gottes, Ja, dann sind alle anderen nicht auserwählt. aber ich kenne niemanden, der so redet. Ich kenne es nur von Muslimen, ich kenne es nicht von Juden. Ja, genau. Es gibt keine zionistischen Juden, stimmt. Aber Anuschka, du sagtest doch gerade, Anuschka, hör doch mal zu jetzt, ganz kurz, nur eine Sekunde. Du sagst es doch eben gerade selber. Ich kenne es nicht. Vielleicht gibt es jemand anderen, der es kennt. Juden aus Israel. Anuschka, warte mal ganz kurz, ich bin noch nicht fertig. Weißt du, was mir aufgefallen ist bei dir? Was denn? Niemand hat dich dumm bezeichnet. Der Einzige, der das gemacht hat, warst du selber. Du Nee. selber hast dich als dumm bezeichnet. Niemand anderes, hey, hat das gemacht. Die anderen haben maximal gesagt, Die ganze Zeit irgendwelche Sachen, Anuschka. angeblich über meine Religion besser wirst, aber Oh Gott. logischerweise, wenn man das alles Oh, nachliest, sieht Patrick, man, Alter, ich hau erstmal ab, ne? Ja, dann musst du das halt machen, Roy, Alter. Ich werde jetzt hier nicht wieder die Leute rauswerfen. Entweder Ah, ich redest du sag jetzt doch gerade, anständig mit und entspann lässt dich, sie dann auch Alter. mal ausreden, weil das ja wirklich unverschämt ist, wenn sie dann nicht auch mal ihre Meinung sagen kann. Ich war doch noch gar nicht fertig.
Aber ich egal. Ich sage selber auch, dass das Christentum, sag ich mal, lockerer geworden ist. Genauso ist es auch bei uns so. Keiner redet so und sagt, wir sind die Besseren. Ich kenne niemanden, der so redet. Was sind die Ziele? Nicht ausreden, Junge. Ja, nicht, was für Junge? Ich kenne auch Personen aus Israel und die sagen nicht, wir sind die Besseren, wir sind besser Nein. als Christen oder sonst was. Ich kenne das nur von Muslimen. Ich kenne ja, das von genau. Genau. Und das Witzige ist, und die Muslimen und so weiter, die kennen das dann eben nur von anderen. Genauso wie die Christen das nur von anderen kennen. Ja, das ist immer leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich kenne das auch nicht von Christen, um ehrlich zu sein. Ah ja, du sicher. Du kannst doch nur mit dem Finger auf andere zeigen. Was? Du zeigst nur mit dem Finger auf alle anderen, auf die Juden, auf die Zionisten, auf die Muslime, ja, auf die... Mann. Ja, weil diese ja, ganzen ja. Religionen dafür sorgen, dass wir permanent Krieg und Unfrieden haben. Ja, sind es jetzt diese Leute auf dem Bild oder sind es die Juden und Muslime? Nein, es sind die Zionisten. Die oh, aber Mann. Radikale Muslime dafür ausnutzen. Ey, du bist echt durch. Ja, ihr versteht das einfach nicht, dass die Amerikaner sich die jedes Mal eine radikale Gruppe in einem Land aussucht, die hochzüchtet mit Waffen und Geld und sie dann zum Putschen bringt. Das machen die jedes Mal. Ja, wenn es dir nicht passt, Elchan, kannst du dich ja verpissen. Ja, aber guck mal, das ist doch genau das Problem. Der Patrick führt geschichtliche Fakten ein, von dem jetzt Anuschka und Co., die, das haben die gar nicht auf dem Schirm, weil da müsstest du denen erstmal Außenpolitik der USA erklären, Außenpolitik Israels und so weiter. Das ist halt dieses, das meinte ich vorhin mit, es ist halt leicht, sein Büchlein auswendig zu lernen, aber geschichtlich, politisch, was da hochdynamisch passiert, da haben die, da, weil da müsste man sich anstrengen, um die komplexen Zusammenhänge zu begreifen, ja, und dann wählt man doch lieber irgendwas, was man einfach nachplappern kann und... Hochdynamisch? Ja, hochdynamische, also die Weltpolitik ist... Du hältst dich wohl für vornehm. Hä? Du hältst dich wohl für vornehm. Warum? Nee, ich meine ja nur, ich will ja nur sagen, dass halt die Weltpolitik, also wenn du da mitreden willst, musst du erstmal Geschichte können, dann musst du erstmal, du musst so viele Bereiche vorher abdecken, bis du da wirklich im Bilde bist. Und wenn einer dann sich lieber für eine Religion entscheidet, dann halt aus Einfach und Bequemlichkeit, weil er dann einfach seine Vorgaben kriegt. Ah ja, du musst zum Beispiel als Muslime sind dann alle Ungläubige, okay und so. Das ist dann so eine kleine Checklist, wo ich mir denke, also ich denke mir, dass Leute, die wirklich fanatisch religiös sind oder auch diese ganzen TikToker, die da so voll dafür einstehen, die brauchen alle eigentlich eine psychologische Therapie, weil denen fehlt irgendwas. Die müssen alle eigentlich in Therapie gehen. Die Leute, die sagen, ich will ja, Allah als erstes, die gehören alle in Therapie, sonst nichts. Da ist so ein Loch irgendwo in der Seele, das repariert werden muss und das wird halt mit religiösem Schnickschnack der Zugehörigkeit schafft, gefüllt und dann hat man Follower und fühlt sich da bestätigt und weiß überhaupt nicht, was zum Beispiel der Patrick immer wieder ins Feld führt, ja. Also, weiß nicht. Ja, ja das ist eine Projektion von dir. Also, ich weiß nicht, was du erfahren hast mit Muslimen, irgendwie, ob dein Vater dich geschlagen hat oder so, aber... Oh mein Gott, Junge, sei ruhig, wenn du nur so einen Quatsch erzählst. Also, ich hab hier gerade irgendwie... Hallo. Hallo zusammen, ich habe hier gerade was von Therapie gehört. Ja. Da dachte ich, da muss ich auch mal reinkommen. Ich habe mal eine Frage an die Anuschka, und zwar an deinen Büchergott. Ne? Dein Büchergott, der hat da auch eine Flut gemacht, richtig? Ich habe es nicht verstanden. Also dein Büchergott, der hat ja eine Flut gemacht, ist das richtig? Ja. Okay, ist dein Büchergott, ist er auch allmächtig? Ja, nach Religion schon. Ist er allbarmherzig? Ja. Ist er allwissend? Ja. Dann erklär mir mal bitte, wie man so eine Bauernaktion bringen kann, anstatt mit dem Finger zu schnipsen, ja, und nur diejenigen, die irgendeine Sünde in sich getragen haben, zu beseitigen, mit dem Fingerschnips sie aufzulösen und dann das Werkzeug Wasser zu benutzen, ja. Also erstmal allwissend wäre es, wie gesagt, nur diejenigen, ja, denen du sagst, sie sind nicht in Ordnung, beiseite zu schaffen, ja, und nicht alle zu vernichten, ja. Man hat unschuldige Babys umgebracht, unschuldige Kinder umgebracht, ja. Also dein Gott ist also auch ein Wasserflutmassenmörder, ja, und hat alle umgebracht, richtig?
Redest du gerade über jetzigen Situation? Nein. Ich rede über die Flut. Er redet von der Arche Noah. Ich rede von der Flut. Der hat ja alle umgebracht. Der hat die ganze Welt umgebracht, richtig? Also vom Alten Testament, besser bekannt als die Tora oder die fünf Bücher Mose. Also zum 500. Mal. Jude sein bedeutet nicht nur von der Religion her. Du kannst doch einfach nur ein jüdisches Haben wir schon Vater verstanden. Haben. Es gibt auch nur ein jüdisches Volk. Ja, haben wir schon verstanden. Ja, wissen wir schon. Aber was hat das mit meiner Frage zu tun? Von der Herkunft jüdisch. Ja, aber hat nichts. Halt nicht. Ich habe nicht behauptet, dass ich hier streng religiös bin. Ja, aber wie kann man denn einen Glauben verteidigen, von dem man so gut wie keine Ahnung hat? Wegen den Eltern halt. Weil ich weiß, dass man zum Beispiel konventieren kann, was viele behaupten, dass es nicht geht. Ja, das hast du. Auch dass nicht im Interesse vom Judentum ist, dass jeder Jude werden muss. Bei uns sagt man, wenn ja man als Christ geboren ist, dann sollte das so sein. Das heißt nicht, dass man die Person deswegen hassen soll. Ja, das hast du ja schön erklärt, aber trotzdem, du hast meine Frage nicht beantwortet. Ja, weil ich kein religiöser Experte bin. Ja, nochmal, du kennst doch die Flut. Der hat doch alle umgebracht, oder ja, nicht? Ja, was soll ich jetzt machen? Ich bin von der Herkunft jüdisch zum 100. Darum geht's doch gar nicht. Hörst du mir überhaupt zu? Nochmal, meine Frage ich ist... Ich bin nicht religiös. Also du bist nur, du bist gar keine wirkliche gläubige Jüdin. Nein, ich bin nur von der Herkunft jüdisch. Das versuche ich doch tausendmal zu erklären. Ja, weil du sagst, geh in die Synagoge und frag nach. Weil die Sachen, die ich gesagt habe, stimmen. Das könnt ihr nachfragen. Ja, also okay, dann, du kennst dich aber aus damit. Also dann okay, dann bist du es nicht, aber dann... Ich kenne mich nicht mit allem aus, aber mit Was ist, wenn der dir das erzählt hat, dich angelogen hat? Das kannst du auch nachlesen. Ja, aber was ist, wenn der es geschrieben hat, gelogen hat? Ja, aber der, wo das mir gesagt hat, war ein Rabbiner erstens. Und zweitens, ja, und der kann doch gelogen haben. Vielleicht nicht mal mit beabsichtigt, sondern weil er selbst nur eine Lüge glaubt. Okay, dann liest doch einfach diese Punkte, die ich genannt habe. Dann wirst du lesen, dass es genauso ist, wie ich es gesagt habe. Ja, aber gut, du weißt doch wenigstens darüber Bescheid, über die Flut. Die kennt doch jedes Kind. Ja, aber was willst du denn von mir? Ich will dich nur fragen, ob dein Büchergott ein Massenmörder ist. Das wollte ich wissen. Das ist mein Büchergott, wenn ich sage, ich bin nicht religiös. Okay, also dann Büchergott. Also bist du auch Agnostikerin? Ich glaube an Gott, aber ich kenne mich nicht mit dem Ganzen aus. Ja, aber wie kann man an etwas glauben und sich nicht damit beschäftigen? Ja, aber an welchen Gott glaubst du dann? Weißt du, du hast sehr viel Meinung bei gleichzeitigem sehr wenigem Wissen und das ist ungefähr so hilfreich wie ein Boot auf dem Trocknen. Doch. Patrick, genau das ist ja das Problem, dass die meisten Leute nichts über ihren Glauben wissen. Ja, aber Religion ist keine Wunsch. Lass mich doch mal kurz aus. Entschuldigung, das kam ein bisschen verzögert an. Alles gut, Mann. Guck mal, das, was du gerade beschreibst, ist ja das Problem, was wir haben. Das wird nicht über 95% der Leute gar nicht wissen, was in ihren religiösen Büchern überhaupt geschrieben steht. Das ist ja das Problem. Religion ist kein Wunschkonzert. Alles klar. Eine Sekunde. Die meisten Leute, meine Güte, alles gut. Also die meisten Leute sind zwar gläubig, wissen zwar auch, dass sie gläubig sind, dass da irgendwas da geben muss, wie Gott, aber die wissen trotzdem nicht, was in ihren eigenen Büchern geschrieben steht. Und das ist das große Problem, was wir haben. Ja, nochmal, du sagtest, also du hast einen Gott oder nicht, Anushka? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Gott, ja. Du hast einen Gott, ja. Also muss ja irgendeiner Religion dieser Gott angehören oder nicht? Ich habe gesagt, ich glaube an Gott und ich glaube nicht an alles, was da steht. Im Judentum zum Beispiel muss man koscher essen. Ich glaube nicht daran. Okay, das heißt, du mixst dir deine Religion zusammen, wie du willst. Dann bist ja, und ich glaube auch, dass man das so darf. Okay, dann möchte ich jetzt nochmal klarstellen zum Thema Agnostiker, was ein Agnostiker ist. Ein Agnostiker geht davon aus, ja, dass es wahrscheinlich ein höheres Wesen oder eine höhere Gewalt gibt, die alles hier erschaffen hat, also einen Schöpfer. Sie glauben aber nicht daran, dass es sich dabei um Allmächtigen oder sonstigen Gott handelt, ja, sondern sie wissen nicht, was es ist. Ja? Das ist das, was Agnostiker glauben. Das wollte ich jetzt auch nochmal richtig stellen. Mhm. Ja? So, und wie gesagt, meine Frage war ja vor allem, da kann man dich das ja gar nicht fragen, weil du hast ja deine eigene gemixte Religion irgendwie gemacht. Ne? Also du bist auch kein Agnostiker, meinst du? Also ich denke nicht, dass ein Mensch rein ist, nur weil er kein Schwein ist, sondern er muss auch einfach ein guter Mensch sein. Zum Beispiel nicht töten, das ist für mich. Ja, ist ein guter Ansatz. Das ist ein normaler, moralischer, menschlicher Ansatz, was eben auch mal klar werden sollte. Für eine gute Moral braucht man keine Religion, man braucht gute Eltern. Mehr aber auch nicht.
Ne? Also das Positive an dem Religion, was immer so hervorgehoben wird, ne, ist die, vor allem die moralischen Aspekte. Ja gut, die hat man so. Wenn man menschlich vernünftige Eltern hat, hat man alle diese Aspekte in der Erziehung mitbekommen. Da braucht man gar keine Religion für. Ich denke, das gab es mal nicht und deswegen kam dann die Religion. Die Religion kam, weil die Leute sich nicht erklären konnten, was mit ihren Toten nach dem Tod passiert. Und dann hat man mit Religion den Leuten gesagt, ah, so und so, und ihr müsst jetzt glauben, machen und tun und sagen, was wir alle denken, glauben und sagen, sonst seid ihr schlechte Menschen und endet in der Hölle. Ja, dann kann ich ja mal den Aishan fragen. Aishan, wie sieht's denn bei dir aus? Bei dir gab's ja auch eine Wasserflut, oder? Bitte nochmal? Ich sag, bei euch gab es da auch eine Wasserflut, oder? Ja, Achenor, ja. Achenor und so weiter, also bei euch auch. Also dein Gott ist auch ein Massenmörder, ist das richtig? Ja, Massenmörder ist das falsche Wort, weil zum Beispiel... Nein, das ist kein falsches Wort. Wenn man die ganze Welt tötet, dann ist das ein Massenmord. Das ist gar kein falsches Wort, das ist das exakte Wort dafür. Genau. Ja, nee, nee. Wieso nee? Wenn du jetzt aus Versehen auf 100 Ameisen trittst, bist du ein Massenmörder? Aber es war ja nicht aus Versehen. Alter, wir reden von Menschen und ja, pass mal auf. Und jetzt komm, pass auf, das ist ein guter Punkt, den du da genannt hast. Ja? Er hat nicht nur die Menschen alle umgebracht, er hat auch alle Tiere umgebracht und alle Pflanzen. Er hat einfach alles vernichtet. Wenn du auf 100 Ameisen trittst, bist du ein Massenmörder? Wenn ich auf 100 Ameisen trete, ob ich dann ein Massenmörder bin? Nein, ich bin dann kein Massenmörder. Ich habe keine Menschen getötet. Wenn wir vom Massenmord sprechen, sprechen wir davon, von Menschen getötet zu haben. Das ist der Massenmord, der bezeichnet wird. Okay, welcher Mensch hat denn in Massenmenschen getötet? Mao, Stalin, Obama, Clinton, Bush, Hitler. Aber du denkst doch nur davon ab, nochmal, du denkst doch nur davon ab, wenn er die ganze Menschheit ermordet hat, dann ist er ein Massenmörder, oder nicht? Nein, ist er nicht. Sondern? Weil ein Massenmörder ist ein Mensch, der einen Massenmensch tötet. Ja, hat er doch getan. Ja, nein, Gott ist kein Mensch, checkst du nicht. Dann ist er, pass auf, dann ist er ein Wesen. Ach so, ein Mensch, ach, ein Massenmörder kann nur ein Mensch sein. Ja, pass auf, dann, dann ist er. Schon sogar. Und wenn Gott, tötet, dann ist das in Ordnung. Ja. Ich weiß nicht, bist du Veganer? Oh mein Gott, was? Also meinst du Gott, meinst du, denkt, die sind Tiere? Das oder was? Das ist nur Wortebautism. Guck mal, im Vergleich zu Gott bist du nicht mal eine Ameise. Aha, ja, das ist einfach so. Sagen wir, der Mensch kommt nackt auf die Welt und ich habe gehört, dass wir einer der höchsten Geschöpfe Gottes sein. So was habe ich mal gehört. Sogar die Krönung der Schöpfung. Ja, siehst du mal. Eins der höchsten Geschöpfe, nicht mal wie eine Ameise. Leute, ist doch ganz klar. Der Mensch kommt auf die Welt, hat so Schiss vor allem und verreckt dann irgendwann. Ist doch ganz klar, dass das auf fruchtbarem Gedankenboden fällt. Wenn jemand kommt und sagt, hey, nach dem Tod bist du dann, dann geht's voll weiter und so weiter und so fort. Wir sind einfach intellektuell noch nicht so weit, den Tod einfach zu akzeptieren als Teil des Lebens. Und deshalb brauchen wir eine Religion, die nach dem Tod uns eben was Besseres verspricht, weil wir damit sonst nicht klarkommen. Sonst würden es muss aber nach dem Tod etwas geben, weil Energie nicht einfach verfliegt. Ja, aber Energie kann, Energie verschwindet nicht. Aber guck mal, wenn ich mich jetzt, ich als Ungläubiger, als Atheist, wenn ich sterbe, dann wird meine Energie jetzt nicht irgendwie in Space oder zu Allah gehen, sondern meine Energie wird, die Maden werden mein Fleisch konsumieren. Diese Energie wird tatsächlich weitergegeben. Die gehen dann in die Erde und irgendwann wird es an die Pflanzen weitergeben und so. Das ist wissenschaftlich damit gemeint. Und nicht, it's dass the circle die, of life. Ja, genau, genau. Also, und ganz viele Leute haben einfach, die sind zu Tode erschreckt, dass sie irgendwann sterben müssen. Und anstatt zu sagen, ich weiß nichts, ich lerne gerne alles, sucht man sich dann halt, klammert man sich halt an irgendwas, wo die Leute nicht nur, das ist ja das Schlimme, wir reden ja jetzt wirklich ganz sachlich immer über den Glauben, aber wir dürfen nicht vergessen, dass alle Religionen alles auch korrumpiert haben. Also wenn meine Energie... Also wenn meine Energie in die Erde geht, kann es sein, dass ich danach eine schöne Rose werde. Genau, aber das kriegst du ja nicht mehr mit. Du bist tot. Du bist wie wenn du schläfst. Du bist tot. Du bist Pflanzen sind auch Lebewesen, Bruder.
Ja? Aber das ist, ja. Auch, das ist auch so eine Behauptung. Tod sein ist wie schlafen. Ja, woher willst du das denn wissen? Ja, ich weiß es ja nicht. Ich bin ja froh. Keiner weiß es. Keiner ja, weiß es. Es kann auch sein, dass du wirklich einfach wiedergeboren wirst. Ja, mein Gott. Ja, cool. Glaubt an was immer ihr wollt, aber dann sind wir wieder am ursprünglichen Konsens des Themas eigentlich angekommen, dass man sagt, ihr habt alle nur Glauben und kein Wissen. Genau. Aber Omid, du bist ja so ein Intellektueller, ne? Denkst du, ja. Vielen Dank. Also, nee, sag's ja selber. Ich bin kein Intellektueller. Ich interessiere mich für Wissenschaft und neues Wissen, ja. Genau, also kannst du mir intellektuell so logisch erklären, warum Inzest schlecht ist? Ja. Ja, mach mal. Weil die Biologie, ja, weil die Biologie einen Riegel davor geschoben hat. Und wenn du als Familie dich gegenseitig befruchtest, dann ist in höchstwahrscheinlichem Maße dein Kind behindert. Und das ist einfach unverantwortlich. Und deshalb ist es auch nicht so, außer in vielleicht Pornos, dass wenn du deine Mutter siehst, denkst du, ja, aber geil. Da gibt es einfach von der Biologie so einen Filter. Und Leute, die das nicht haben, sind dann pervers, auch wenn das Wort jetzt... Und wo gibt es diesen Filter noch? Zum Beispiel bei schwulen Menschen? Bei schwulen Menschen, schwule Menschen sind genau wie normale Menschen. Wir wissen, dass es in der Natur ganz viele homosexuelle Tiere gibt, die, wenn sie zum Beispiel auch keine Weibchen haben, sogar ihr Geschlecht wechseln. Also deswegen ist das... Ja, das ist einfach nur Notgeilheit, weil sie nichts abkriegen. So, anderer Punkt, ganz kurz. Ich war ja da gar nicht mit, Eichan fertig. Also nochmal, also wir haben ja jetzt festgestellt, okay, dein Gott ist kein Massenmörder, wenn er alles und jeden tötet, ist ja schön. So, dann habe ich eine andere Frage. Dein Gott ist doch allmächtig, richtig? Ja. Warum hat der allmächtige Gott nicht mit dem Finger geschnippt, anstatt sich ein Werkzeug zu nehmen, nämlich Wasser, die ganze Welt über was weiß ich wie lange zu fluten, um dann alle zu ermorden? Das hört sich irgendwie nicht allwissend an. In meinen Augen, allwissend, also ich hätte schlauer gemacht, ich hätte mit dem Finger geschnipst und dann wäre die Sache erledigt und ich hätte nur die Sünder aufgelöst in die Luft. Das Nein, das stimmt auch nicht. Wenn du Gott gewesen wärst, hättest du einfach mit all der Gottesgüte die anderen von deiner Existenz und deinen Lehren überzeugt. Und andere Variante, ist eine andere Variante, aber Bezug auf meine genannte Variante, nennst du das allmächtig, Eichan? Ja, du kannst ja denken, dass du schlauer als Gott bist und mächtiger. Nicht schlauer. Ich frag dich doch. Du vertrittst das doch. Ich frag dich doch, ob du das allmächtig nennst. Ich verstehe jetzt nicht, wieso er nicht allmächtig sein soll. Ja, nochmal, hab ich dir doch gerade erklärt. Er hat ein Werkzeug benutzt. Ja, nämlich das Wasser, was Gott sehr oft getan hat. Er hat oft die Natur als Werkzeug benutzt. Ja? Ja. Und meine Frage an dich war ja jetzt daher gerichtet, wenn er doch allmächtig ist, warum hat er nicht mit den Augen kurz gezwinkert und alle haben sich kurz aufgelöst und das war es und die Geschichte ist vorbei. Anstatt so einen aufwendigen Film zu fahren, von irgendeiner Monsterflut ein Werkzeug zu benutzen, nämlich das Wasser, ja, was ihn eben auch in meinen Augen nicht als allmächtig auszeichnet, weil jemand nämlich Werkzeuge nutzen muss, dann ist er nicht allmächtig. So, aber meine, ist doch kein Werkzeug, das hat er doch selber erschaffen. Das Wasser. Ja, trotzdem hat er es als Werkzeug missbraucht, um die ganze Welt zu vernichten. Er hätte auch mit dem Finger schnipsen können oder mit den Augen zwinkern können. Er hätte auch nur denken können, dass sie weg sind. Und dann sind sie weg. Das bedeutet allmächtig. Er kann absolut alles, egal was er will. Warum hat er das dann so gemacht, frage ich mich, wenn er allmächtig ist. Ja, und vor allen Dingen, er ist allwissend, das ist ja noch krasser. Das heißt, er wusste ja im Vorfeld, als er die Menschen erschaffen hat, dass er sie bei der Flut töten wird. Das wusste er vorher. Ja, aber das darf er ja. Den Menschen freien Willen gegeben. Ja, aber du hast keinen freien Willen, wenn Gott schon weiß, was du tust. Und das ist auch immer so ein Spruch. Der hat den freien Willen gegeben. Pass mal auf, welches Baby, das zur damaligen Zeit geboren wurde, welches kleine Kind hat welche Schuld getragen? Erzähl mir das mal bitte. Das bringt auch nichts. Ja, die Babys sind unschuldig. Ja, hat sie aber alle ermordet. Ja und? Wie ja und? Ah, das bringt doch nichts. Du führst ihn jetzt an die kognitive Dissonanz. Du hast ihm jetzt Informationen gegeben, die er erstmal verarbeiten muss. Einen wunderschönen guten Tag erstmal. Grüß dich, Milli. Guten Tag erstmal, aber das ist die Schuld der Vergangenheit. Es gibt keine Erbschuld. Was redest du von Erbschuld? Was willst du? Eine Schuld kann man nicht erben, aber die Taten, die vorher in der Vergangenheit passiert sind, wie dein Leben unter der Erde geht, die Maden dein Leben aufnehmen und es den Naturzyklus beitritt, so wird auch deine Seele weiter im Kreislauf wandern.
Ja, genau. Deswegen bin ich 100%, und nochmal zum Thema, warum macht Gott dies, warum gibt es das Böse, warum gibt es das Schlechte, warum gibt es, eine Frage nur, ganz simpel, gibt es die Dunkelheit oder ist es einfach das Abwesenheit von Licht? Ja, das ist die Abwesenheit von Licht. Richtig, gibt es Trauer oder ist es einfach nur, weil wir nicht liebevoll miteinander umgehen können? Gibt es Krieg? Ja, warum? Weil wir einfach zu blöd sind, miteinander zu leben. Und ja, dann in dem Ding wäre ja dann praktisch Krieg die Abwesenheit von Frieden, nicht wahr? Nein. Ja, aber wenn, Frieden wird ja nicht definiert im Sinne von, dass es kein Krieg herrschen muss. Aber was willst du uns jetzt? Was willst du uns damit jetzt sagen, wenn du zum Beispiel sagst, Altschuld. Was soll das jetzt bedeuten? Er hat das Recht dazu gehabt, oder was? Nein, ich möchte damit sagen, dass wir mehrere Zeitalter durchgehen. Ja, Millionen von Zeitaltern. Also, wir sind viel, also die Menschheit ist einfach viel zu dumm. Ja, um ehrlich zu sein, wir sind an einem Punkt gekommen im 21. Jahrhundert. Wir können, unser Gehirn funktioniert eh nicht zu 100%. Vielleicht 2-3% funktioniert. Aber ganz klar, wenn man historisch vorgeht und wenn man wirklich faktenbasiert sprechen möchte, dann sollte man sich Wissen aneignen, so wie ihr das nennt, weil ihr geht ja nach der Wissenschaft und es gibt viel zu viele wissenschaftliche Belege, wie die Menschheit früher gelebt hat, woran die geglaubt hat, ob es damals Krieg gab, ob es damals die Archäologie. Ja, aber ey, komm doch mal zum Punkt. Du hast gesagt, Altschuld. Du hast gesagt, es gab eine Altschuld und dann muss man darüber. Ja, das hast du gesagt. Ich habe gesagt, es ist die Schuld, aber nicht Schuld ist der falsche Begriff eigentlich. Es ist die Vergangenheit, die Menschheit falsch begangen hat, die wir jetzt bereuen. Wir bereuen alles, weil wir in den letzten Millionen von Jahren nie gecheckt haben, wie man wirklich leben sollte. Und das bereuen wir nicht. Wir wurden manipuliert, wir wurden beherrscht, wir wurden kontrolliert. Und das ist der einzige Grund für Kriege. Die Kriege sind nicht Quatsch. Die Kriege sind nicht losgetreten, weil die Menschen alles irre waren. Warte doch mal. Hör mal zu. Was war das für Scheiße labern? Was redest du denn jetzt? Was für Scheiße labern? Habe ich gesagt, dass du Scheiße laberst? Ich habe gesagt, dass Quatsch ist. Weil du sagst, hör mal zu, du behauptest, es gäbe nur Kriege, weil die Menschen aufeinander losgegangen sind. Einfach so. Nein. Das ist die Natur der Menschen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Du hast doch eben gesagt, dass sie einfach aufeinander losgegangen sind, weil es Menschen sind. Nein, ich habe gesagt, weil die früher, es gibt ein bestimmtes Zeitalter, wo die Menschen miteinander harmoniert haben und vernünftig in Frieden und Liebe gelebt haben. Wann soll das gewesen sein? Gib mal bitte im Google ein, vedische Schriften, Sanatana Dharma, und lies mal die vedischen Fakten durch. Und dann willst du ganz genau wissen, welches Zeitalter es damals gab. Wir sind jetzt leider im Kali Yuga, das ist die Zeit, wo die Menschheit sich gegeneinander aufhetzt, gegeneinander verhasst und sich gegeneinander zerstören wird. Ja, aber es ist nicht die Menschheit, das ist eine Lüge, die das entsteht. Es ist nicht die Menschheit, die das tut. Nein. Natürlich. Doch. Nein. Doch. Alter, was ist dieses Bild hier? Was ist dieses Bild? Alter. Ja, was ist dieses Bild hier? Erklär mal dieses Bild. Welches Bild? Dieses Bild, was du hier siehst. Illuminaten-Shit oder was? Was für Illuminaten-Shit? Monopoly. Bankerfamilien, die Steuern und Monopoly spielen oder was? Ja genau, es geht um die zionistische Weltverschwörung. So, weil du ja sagst, die Menschen gehen aufeinander los. So, haben diese Leute das nicht verursacht? Guck mal, wie lange das gedauert hat, dass Geld überhaupt so eine Macht bekommen hat. Denk doch mal ein bisschen weiter nach hinten. Ja, und weiter. Worauf willst du denn hinaus, Milli? Ja, ich sag das ja doch. Willst du darauf hinaus, dass du der Messias bist und dir am allerbesten Bescheid weißt und alle anderen Menschen sind dumm? Nee, das ist die Essenz, die bis jetzt von dir rübergekommen ist. Ich will dir die Intention einfach beibringen, dass du totalen Schwachsinn redest, dass der Gott scheiße ist. Sorry. Was? Alter, wenn Gott hingeht und die Menschheit erschafft und allwissend ist und dann schon weiß, dass die Menschheit sündigen wird, um sie dann alle zu töten, alle über einen Kamm, scheißegal, ja, dann ist das ein Massenmord, genauso wie Lambo das beschrieben hat. Ohne Witz, was willst du da? Sorry, dass ich dir das sage, aber was soll man mit dir denn machen, wenn man so denkt, wie du denkst?
Was? Hier, das ist nur menschlich und normal. Dann soll man mich umbringen. Dann ist nicht religiös fanatisch. Stopp, Lambo, stopp. Dann soll man mich umbringen. Milli, du hältst jetzt mal kurz die Fresse. Hast du gerade wirklich gesagt, wenn man so denkt, wie ich denke, dass man mich umbringen sollte? Nein, du checkst nicht, was ich sagen möchte. Wenn du nicht in Frieden und Liebe leben kannst, dann ist doch klar, dass man irgendwann ein Ziel... Dann musst du ein neues Leben. Dann musst du in ein neues Zeitalter kommen, wo man mit Harmonie und Liebe leben kann. Kannst du in der derzeitigen Gesellschaft, die so verhasst ist, wie du gerade mit mir... Digga, du stammelst die hier ein zusammen, Digga. Man könnte glauben, du bist mit der Baerbock zu verwandt. Ohne Scheiß. Red mal mit dem Punkt, man Alter. Glauben, dass du, man könnte glauben, dass du zu viel Psycho-Shit gegeben hast und einfach einen guten Psychologen brauchst. Ah ja, das sicher. Deswegen ist ja Dr. Lambo auch da. Ja, Patrick. Und der ist der Professor aller Psychologen. Ja, richtig. Und du hast ja, wie gesagt, du hast deinen Gott ja gefressen und weißt ja komplett Bescheid. Ganz ehrlich, überall da, ne, wo Ungerechtigkeit zur Realität wird, ne, wird Widerstand zu Recht. Und deswegen bin ich hier reingekommen und wollte Widerstand leisten. Ihr labert Widerstand so gegen Scheiße. Widerstand gegen was? Und Widerstand gegen was? Welche Scheiße labern wir denn? Erzähl mal. Welche Scheiße labern wir denn? Erzähl mal. Erzähl mal, welche Scheiße wir labern. Erzähl mal. Was ist Scheiße, was wir labern? Du hast einen engen Kreis. Du kommst nicht raus aus dem Kreis. Du denkst, ach, das ist die Scheiße, die wir labern. Wir haben einen engen Kreis und kommen dort nicht raus. Sag mal, kriegst du überhaupt mal irgendwas mit? Milli, das hat doch gar keinen Wert mit dir. Es macht doch du bist ein kleiner Sinn. Klugscheißer. Du denkst, du hast die Wahrheit Sinn, gefressen. Es macht doch gar keinen Sinn, ne? Immer die ja, es macht auch keinen Sinn mit dir. Ja, es macht auch keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn, immer eine Schuld auf irgendwas anderes zu geben. Ja, aber die Altschuld. Ja, ja. Ja, aber die Altschuld. Richtig. Du gibst doch die Schuld der Menschheit, ne? Und nicht den Mächten, die dafür gesorgt haben. Man soll nicht jedem die Schuld geben, aber die Menschheit hat Schuld. Digga, du hörst dir nicht mal selbst zu, Milli. Du solltest dich mal hinsetzen und dich mal selbst hinterfragen. Deine Eltern sollen dich leiten. Haben deine Eltern was? Dir das Gen beigebracht? Wo haben meine Eltern mir... Was? Wo habe ich das denn gesagt? Der Professor hat vorhin gesagt, die Eltern sind dafür zuständig, ne, dass ein Kind vernünftig ins Leben, in die Gesellschaft reinkommt. Ich hab gesagt, hör mal zu, was ich gesagt habe. Nochmal, ich wiederhole meinen Satz, den ich gesagt habe. Es ist falsch, was du sagst. Mein Satz war, man braucht für eine gute Moral nur gute Eltern. Sonst nichts. Für eine gute Moral braucht man gute Eltern, richtig? Richtig, die einem die gute Moral beibringen, ganz genau. Erziehung. Haben deine Eltern dich mit Gottes Einheiten gelehrt oder ohne? Moral hat nichts mit Gott zu tun. Moral hat doch nichts mit Gott zu tun. Und was das ist ja, was du vermisst. Alter. Wieso hat Moral irgendwas mit Gott zu tun? Mit Gottes Einheiten? Gott Moral nimmt denn deine bei. Moral? Ja, wollte ich gerade sagen. Woher hast du deine Moral? Woher hast du die Stimme, mit der du sprichst? Sorry, dass ich dich frage. Woher hast du deine Moral? Haben wir doch geklärt. Von der Erziehung von den Eltern, wenn ich mich beigebracht bekomme, ich soll nicht töten. Dafür brauche ich keinen Gott. Ich brauche keinen allwissenden Gott, der mir sagt, ich soll nicht töten. Dumme Eltern können dir das genauso beibringen. Da muss man nicht göttlich für sein. Stell dir vor. Ja, okay, sagen. Also, Lambo. Gar keinen Sinn, was ihr redet. Ohne Scherz. Ja, ja. Ich mal was dazu sagen. Ja, sag mal. Bitte. Also Lambo, ich kann diese Aussage von dir verstehen. Heutzutage bräuchtest du das nicht, aber in der Geschichte hast du das sehr wohl gebraucht. Zum Beispiel in Zeiten von Mose, da wurden Kinder getötet. In den verschiedenen Zeiten von den verschiedenen Propheten wurden sehr sehr viele Ungerechtigkeiten getan. Zum Beispiel es wurde geklaut, getötet. Frauen wurden direkt lebendig begraben, also Babys. Mädchen, wenn die geboren wurden, sind lebendig begraben, weil die nicht so einen großen Nutzen hatten für die Familie wie ein Junge. Also doch schon. Nein, also auch damals gab es gute Familien. Auch damals gab es gute Familien, die gutes moralisches übertragen haben. Gab es auch damals. Wir haben die Menschheit moralisch. Milli, kannst du mal bitte leise sein? Das macht doch gar keinen Sinn, was da labert, der Trottel. Hör mal zu, du Trottel. Halt dein Maul und laber, du bist so eine Scheiße. Ja, jetzt war aber die Fresse. Milli. Du bist von Abruzzeller, wie redest du denn? Das war's dann für Milli ganz einfach. Er denkt sowieso, er weiß alles. Wie gesagt, das Motto ist, die Wahrheit ist, die niemand kennt die Wahrheit, außer natürlich Milli. Aber Milli ist nur ein kleiner Klugscheißer. Und jetzt würde ich gern Billo weiterreden lassen, weil das klang doch schon mal ganz vernünftig an der einen oder anderen Stelle. Also wie gesagt, was ich bereits schon erwähnt hatte, und wäre wirklich, ich sag mal jetzt die drei Weltreligionen oder fünf, wie man mag, ich glaube, die wären schon lange ausgestorben, wie zum Beispiel die altgriechische Religion, wo man zum Beispiel mit Zeus und so weiter geglaubt hat. Oder halt die allen Götzen, weißt du, ich glaube, die wären schon längst ausgestorben, wenn die... Was ist denn ein Götzenanbeter für dich?
Götzenanbeter, das ist für mich jemand, der etwas veranschaulicht. Also zum Beispiel, wenn er sagt, dass ein Jesus-Christus-Kreuz, wenn er das anbetet, ist das schon Götzenanbeterei? Zum Beispiel, oder halt... Wenn man den schwarzen Stein da rumläuft und den anbetet, ist das schon Götzenanbeterei? Ja, das ist es. Ja, sehr gut. Dann sind wir uns ja einig. Ja, aber ich würde keine Voranstellung nehmen zu deiner Aussage vorhin, Patrick. Ich würde gerne zu deiner Aussage Stellung nehmen, die du vorhin gesagt hast. Das war, wenn jetzt Gott allwissend wäre, warum hat er uns nicht gleich in die Hölle geschickt? Oder warum lässt er uns erst? Jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre wirklich so. Er hätte uns gleich die Leute, die ins Paradies gehen, ins Paradies geschickt und die Leute, die in die Hölle gehen, in die Hölle geschickt. Dann würde sich jeder Höllenbewohner zumindest sagen, dass es ungerecht ist, weil... Nee, es gibt nämlich ein Problem an der Sache. Sagen wir mal, es gibt wirklich einen wirklich übergeordneten Schöpfer, der dir dein persönliches Paradies schaffen möchte. Woher soll der liebe Gott denn wissen, was du willst? Naja, er ist unser Erschaffer, also wird er schon wissen, was... Ja, aber dann ist das Leben ja total unnötig, unsinnig, weil Gott weiß doch bereits alles. Eben, dann ist auch unser freier Wille komplett für den Arsch, wenn er das doch schon vorher weiß. Darauf wollte ich gerade hinaus. Also jetzt, wie gesagt, ich komme nochmal vorhin zurück. Angenommen, wir wären alle in der Hölle, die Höllenbewohner sind, dann würde sich jeder fragen, das ist ungerecht, weil die haben nicht mal eine Chance gehabt zu leben. Und dieses Leben ist genau dieses Zeugnis für die Welt danach, dass jeder sagen kann, okay, das stimmt, ich bin zu Recht in der Hölle, oder okay, das stimmt, ich bin zu Recht im Himmel. Das ist, Gott weiß es schon, das ist nur für uns das Zeugnis gerade, das wir abliefern. Oh, das ist eine interessante Sichtweise. Nee, das ist die Sichtweise meines Glaubens. Das ist nicht meine Sichtweise. Ja gut, du hast sie ja für dich übernommen. Ja, also ich identifiziere mich mit dieser Sichtweise, weil sonst würde ich jetzt nicht meinen Glauben machen. Ja, sag ich, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sichtweise. Finde ich gut. Ja, das darauf wollte ich halt einfach nur Stellung nehmen. Also, damit man später sagen kann, okay, du hattest ja deine Chance, aber trotzdem ist es ungerecht, weil es ja einfach nur mal so ist, wenn es irgendwelche indigenen Völker gibt, und es gibt ja zum Beispiel diese Sentinel-Insel, die haben noch nie von irgendeinem heiligen Buch gehört. Wie sollen die denn Himmel und Hölle kommen? Okay, darauf habe ich auch eine Antwort. Und zwar, ist in meinem Glauben das so, dass Gott nicht straft, bevor er einen Gesandten oder bevor er genau, ich wusste, dass das kommt. Also, warte mal ganz kurz, bitte, ich hab doch extra eine Einleitung gehabt. Die Sache ist nämlich dann die, ist es dann nicht eigentlich schlecht, wenn man den Leuten von dieser Botschaft erzählt, weil sie dann gezwungen sind, sich dem zu fügen? Wäre es dann nicht gnädiger, den Leuten eben nichts davon zu erzählen? Weil dann kommen sie ja auf jeden Fall in den Himmel. Wenn du zu so einem Menschen triffst oder so ein Volk, was auch immer, dann bist du, wenn du gläubig bist, natürlich, wenn nicht, dann ist es ja egal, dann bist du sozusagen, das ist deine Pflicht, davon zu erzählen. Ja, richtig, aber damit zwingst du sie ja dann praktisch dazu, selber zwischen Himmel und Hölle zu wählen, aber wenn du ihnen nichts davon erzählt hättest, dann wären sie auf jeden Fall in den Himmel gekommen. Das ist doch assi. Man bekommt ja nicht Himmel garantiert, weil man nichts vom Islam wusste. Wie bitte? Nur weil man nichts vom Islam weiß, bekommt man nicht Himmel garantiert. Also haben dann alle Pech gehabt, die auf so einer eingeborenen Insel leben, oder was, Aishan? Guck mal, wir wissen nicht, wie Allah da entscheidet. Wir wissen es einfach nicht. Aber er wird sich entscheiden. Ja, weil wir nicht mal wissen, ob das alles real ist. Ja, mich würde aber jetzt gerade interessieren, hier von Boykon. Welche Religion sprichst du denn da? Von welchem Gott sprichst du denn da? So, Lambo, Patrick, ich habe mal eine Frage. Warte ganz Chat. Kurz, jetzt sollen wir das nee, mal abmachen, bitte. Warte mal ganz kurz, Lambo. Ich will nur eigentlich nur eine Frage stellen, weil das weiß ich selber nicht. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich habe darüber eben gerade so nachgedacht. Da fragt jemand gerade im Chat, woher kommt eigentlich dieser schwarze Stein? Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das soll angeblich die erste Behausung von Adam und Eva gewesen sein.
Ich habe mir den schwarzen Stein noch nie genau angeguckt. Ist das ein Block oder ist der zusammengestellt? Das mit dem Haus von Adam und Eva kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann nur sagen, was ich mitbekommen habe, aber das kann ich auch nicht bestätigt sagen, weil ich mich gar nicht auskenne. Also anscheinend soll dieser Stein vom Paradies sein und der soll anfangs weiß gewesen sein, doch jedoch durch Sünden der Menschen schwarz gefärbt haben. Aber ob das stimmt? Aber das ist ein Block, also ein Stein. Ich wie ein Findling. Block ist, aber ein Stein sollte es sein, aber ich bin jetzt da nicht belesen, das kann ich dir nicht sagen. Man weiß aber auch nicht, was in dem Inneren ist oder ob was in dem Inneren ist, weiß man nicht. Da haben noch Leute drin gewohnt. Also nochmal, jetzt wollte ich ja gerne wissen von dir, welcher Religion gehörst du denn jetzt an? Von welchem Gott redest du denn jetzt? Ja, von Allah, das ist doch klar. Also von Allah, okay. Dann kann ich dich das ja auch mal fragen. Ist Gott denn jetzt ein Massenmörder mit der Flut? Ist er ein Wassermassenmörder oder nicht? Fragst du jetzt mich oder wen fragst du? Ja, bitte, dich, genau. Gott ist kein Massenmörder. Nee, was ist er dann, wenn er sowas tut? Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Bezeichnung gibt. Ja, wir haben eine Bezeichnung in unserer Sprache. Und in unserer Sprache haben wir eine Bezeichnung. Wenig. Also wir haben ja eine Bezeichnung. Ja, er hat ja Unschuldige getötet. Er hat ja alles getötet. Unschuldige, Schuldige, ja, Tiere. Noah und jeweils zwei paar Tiere und ein kleines Volk war ja noch übrig. Ja, richtig. Okay, hast du recht. Den Punkt muss ich dir geben. Ja, also genau. Nicht absolut. Und wie haben alles. Die Menschen sich dann weiter fortgepflanzt? Hat sich die Familie von Noah dann inzestuös beteiligt? Oder wie ist das weitergelaufen? Das war ja nicht nur Noahs Familie. Außerdem war es ja nicht die ganze Familie. Natürlich war es nur seine Familie. Darf ich ausreden, bitte? Es war ja nicht nur die ganze Familie von Noah, also zum Beispiel nur der Sohn von Noah wurde zum Beispiel nicht mitgenommen, weil er nicht mitgehen wollte. Und es waren kleine Gruppen von anderen Familien. Wo steht das? Also das kann ich dir jetzt nicht so wie Alter, das, Alter, sagen. Noah ist mit seiner Familie und von jeweils jeder Tierart und übrigens immer nur zwei Geschlechter, das finde ich auch ganz lustig an der Stelle, gereist und dann, wie nicht gesagt, wie haben die sich fortgepflanzt? Der Sohn, da war doch ein adoptierter Sohn, das war doch nicht sein Leibeigener, ne? Das kann sein. Da war ein Adoptierter war dabei, vielleicht haben sie das so mit der Inzest geklärt. Ja, normalerweise hätten sie müssen eigentlich sagen, dass nach der Flut Gott auch wieder neue Menschen erschaffen hat, weil ansonsten läuft das Ganze auf ein inzestuöses Massenfest hinaus. Und dann braucht man sich heute auch über manche Meinungen hier nicht mehr wundern. Ja, aber ein allbarmherziger Gott, ne? Erklär mir mal, warum hat er alle unschuldigen Tiere, bis auf zwei Exemplare, und alle unschuldigen Babys und Kinder ermordet? Ja. Guten Tag erstmal. Ja, guten Tag. Das nennt man was? Ich sag, das nennt man selektieren. Also ich hätte da noch eine andere These. Einen anderen Gedanken nur mal so. Wenn er wirklich allmächtig wäre und uns ja erschaffen hat und ja so ist, warum hat er da nicht geschnippt und alle sind gut? Das wurde doch gerade schon beantwortet. Ja, das habe ich eben schon gefragt. Ja, da kam keine befriedigende Antwort. Ganz ehrlich. Was da ging es um die Thematik Allmächtigkeit. Hat das perfekt beantwortet. Was habt ihr jetzt? Wo perfekt beantwortet? Hör mal zu, ich als dummer Mensch, ja, ich bin ja kein allwissender Gott, ne, habe eine viel bessere Idee. Ja, die ist tausendmal logischer und einfallsreicher, ja, als irgendwas mit einer Flut zu reißen. Ja, also wie gesagt, als Allwissender, ich bin ja nicht allwissend wie Gott, ja, hätte ich vorher wissen können, ein Augenblick sind oder ein Gedanke hätte gereicht, um das Problem zu lösen. Warum dieser Aufwand, dieser unnötige, völlig unnötige Aufwand? Das ist nicht schlau. Das ist nicht schlau, so etwas. Die Barmherzigkeit passt da ja auch in diese Sache nicht so richtig rein. Richtig, ne? Da passt vieles nicht rein. Weder die Allwissenheit, noch die Allmacht, noch die Allbarmherzigkeit passt in die Flut absolut nicht rein. Nichts von den drei Dingen. Nichts. Stattgegeben. Das alles ist doch alles. Glaube ist schon so eine Sache für sich. Wenn man sich das überlegt, führt Glaube eigentlich nur zu Streit. Und warum ermorden wir unsere Mitmenschen? Ja, meistens aus niederen Beweggründen. Geld. Wie? Das stimmt nicht, dass Glaube nur zu Streit führt. Ja, wer ermordet denn? Das sind die Atheisten auf dieser Welt.
Wieso ja, sagst du, pass mal auf, also ich, stimmt, ich höre stimmt, jetzt der Islam zwei hat noch Stunden nie zu. Jemanden getötet, noch nie. Die haben, wie gesagt, 800 Jahre lang Spanien in einem Verteidigungskrieg erobert. Du Patrick, warte mal kurz. Ich höre jetzt hier zwei Stunden zu und das, wenn ich mir überlege, wie das Thema angefangen hat, hat sich das eigentlich, wie das Thema angefangen hat, absolut bewahrheitet. Glaube führt, wenn man sich über Glauben unterhält, zu Streit. Gerade dann, wenn es unterschiedliche Glaubensrichtungen sind. Selbst der Atheismus, wenn man so möchte, ist ein Grund dessen. Das ist der Wahnsinn. Nee, ja, sicher. Das hängt dann mit den Menschen zusammen. Mein Opa hat immer gesagt, über Religion und Politik spricht man nicht, weil es gibt nur Streit. Ja, Opa war ein schlauer Mann. Weiser Mann, ja. Nochmal bitte? Mit den meisten Menschen gibt es Streit, ja, weil sie es nicht unterhalten können, weil sie einfach ungebildet sind in einem Thema und dann versuchen mit, ich sag mal, eine höhere Stimme gegen zu argumentieren, obwohl das gar kein Argument ist. Und dann führt das zu Streit natürlich. Wieso? Das Argument, was Lambo ja jetzt angeführt hat, ist, dass die Barmherzigkeit und so weiter eben nicht gegeben war bei der Flut. Das ist doch definitiv ein Argument, über das man reden kann. Naja, also Barmherzigkeit in dem Sinne ist es, also in meinem Glauben so zumindest. Also Barmherzigkeit, wenn man um Vergebung bittet, aber diese Menschen haben ja niemals um Vergebung gebeten. Ja, da waren ja wie gesagt auch Kinder dabei, die noch, da waren ja wie gesagt auch Kinder dabei, die gar nicht erst die Chance bekommen haben, um Vergebung zu bitten. Also da gibt also eine Allbarmherzigkeit setzt ja voraus, dass es keine Bedingung hat. Oh ja. Da gibt es also was mit Kindern zu tun hat. Da kann ich jetzt, also ich weiß nicht, ob ich jetzt da für alle Kinder sprechen kann, aber ich kann jetzt da zum Beispiel einen Grund, aber es gibt bestimmt mehrere Gründe, das kann ich jetzt aber alles nicht sagen, weil ich mich da jetzt auch nicht so krass belesen habe. Aber der eine Grund wäre zum Beispiel, dass vielleicht hat ja Gott, aber ich kann jetzt auch nur vielleicht sagen, weil es auch nicht 100% zustimmt, vielleicht hat ja Gott diese Kinder vor einem schrecklichen Elend bewahrt, was diese Kinder in Zukunft hätte. Moment mal. Hast du eben tatsächlich gesagt, um sie vor einem Elend zu bewahren, bringt man sie um? Ja, ein schreckliches Elend, aber das Entscheidende ist ja, ich weiß nicht, was schlimmer das sein kann ja als ich weiß ja gar nicht, was schlimmer sein kann als ein Weltuntergang. Weil wüsste ich jetzt nicht. Ja, was soll noch schlimmer sein? Also keine Ahnung. Es klingt aber auch nach Euthanasie ein bisschen, ne? Der schöne Tod. Ja, was für eine Doppelmoral. Ja, also pass auf, bevor die Kinder an etwas anderem sterben, sorge ich lieber dafür, dass sie sterben. Ja, vielleicht war es doch einfach nur ein Geld. Das ist also wirklich schlau. Das ist jetzt meine subjektive Ansicht. Aber ist das denn auch Allwissen, wenn man so handelt? Wie handelt? Da hast du nicht zugehört, Mensch. Guck mal, ihr argumentiert nur emotional. Ihr versteht nicht, warum Gott etwas tut. Und ja, du doch auch nicht. Du verstehst es doch auch nicht. Und? Und du kannst es nicht erklären, aber du stehst dahinter. Du bist der Frosch, also, Alter, du verstehst rein gar nichts. Warum er etwas tut, gibt's ihn nicht. Bitte? Nur weil wir nicht verstehen, warum er etwas tut, gibt's den nicht, sagst du. Ja, aber es ist doch widersprüchlich, wenn man sagt, er ist allbarmherzig und dann tötet er Kinder, die niemals die Chance hatten. Ja, in deiner Logik ist es widersprüchlich. Patrick, also ich kann nicht. Was ist an einer Doppelmoral? Aber, ja, die Sache ist halt die, Gott ist halt allwissend. Und deswegen wusste er ja schon, dass die Kinder dann anscheinend ja niemals irgendwie konvertieren und dann hat er sie einfach getötet. Fertig. Was glaubst du denn, was mit toten Kindern passiert? Glaubst du, die kommen in die Hölle? Das ist doch scheißegal. Erstmal, in erster Linie, ganz vorne an, sind tote Kinder tot. Tot. Verstehst du das? Tot. Leben nicht mehr. Tot. Und jetzt ganz ehrlich, wieso muss man sowas überhaupt erklären, Alter? Das ist doch nicht normal. Ja, das ist kognitive Dissonanz. Die verstehen nicht, dass der Gott aus dem Alten Testament ein rachsüchtiger Gott war. Das verstehen die nicht. Und weißt du, was ich richtig genial finde, Patrick, dass du es sogar richtig ausgedrückt hast und das Alte Testament benannt hast? Weil seien wir doch mal ganz ehrlich, egal welches Buch ihr da lest, ein Mensch hat es geschrieben. Ein Mensch. Ja, das stimmt. Definitiv. Und nochmal, niemand von uns kann zum Beispiel
prüfen, ob dieser Mensch da vielleicht gerade mit den menschlichen Eigenschaften, die wir so haben, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, gelogen, verschönert, verschlechtert oder was auch immer hat. Denkt mal darüber nach. Ein Mensch hat es geschrieben. Von daher, ganz ehrlich, behaltet euren Glauben bei euch. Wenn es dann euch so wichtig ist, sollte euer Glauben bei euch bleiben. Niemand anderen hat euer Glaube irgendwie zu interessieren. Das ist euers. Behaltet es doch bei euch. Ich beantworte nur Fragen, die gestellt werden. Ne? Ja, ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung. Ich hab da ja noch eine weitere Frage, gerade an euch zwei zum Beispiel. Wenn er ja so allwissend und so allmächtig ist, warum hat Gott, ja, anstatt irgendwelche bekackten Bücher zu schicken, irgendwelche Propheten oder sonst irgendwas zu schicken, warum hat er nicht einfach eine Hologramm-Videowand, ja, irgendwo an all dieser Ort dieser Welt hingestellt, die unzerstörbar ist, wo diese Story 24 Stunden jeden Tag abläuft, egal was der Mensch macht, er kann Gottes Werk nicht beiseite schaffen. Warum hat er nicht sowas Simples gemacht, ja, dann gäbe es keinen Streit, es gäbe keine Diskussion, wir wüssten alle ganz genau, was Sache ist und das wäre intelligent und schlau. Jetzt erklär mir mal, warum er sich das gemacht und dann irgendwelche Bücher hier projiziert, also hingebracht hat. Ja, was ist da, ich verstehe das nicht ganz. Also wie intelligent ist das? Wenn jeder zu 100% weiß, dass es Gott gibt, wo ist der Test? Welcher Test? Hör mal zu, nochmal hast du ja trotz all dem einen freien Willen. Ich kann trotzdem, obwohl ich die Videowand gesehen habe, ein Arschloch sein und irgendein Kind vergewaltigen oder sonst irgendwas anstellen. Ich habe ja einen freien Willen. Trotzdem bin ich dann getestet, aber ich weiß es dann wenigstens ganz genau und wir hätten keinen Streit darüber, welcher Gott der richtige Gott ist. Das wäre doch schlau, oder nicht? Wäre das nicht schlau? Lambo, du überforderst ihn, ohne Scheiß. Nein, jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt. Es gibt sogar Studien dazu. So ein Quatsch. Wie viele Atheisten gibt es auf dieser Welt? Was erzählst du da? Pass mal auf, jeder Mensch auf dieser Welt glaubt etwas Unterschiedliches. Ich zum Beispiel, übrigens hat hier jemand wirklich tatsächlich in den Chat eben geschrieben, Patrick, dass ich Atheist bin. Nur mal so nebenbei. Das, was ich, du hast nicht richtig zugehört, das, was ich glaube, gehört bei mir. Mein Glaube ist aber mein Glauben. Das ist kein Wissen. Ich glaube für mich daran, woran ich glaube. Und ich setze meinen Glauben über keinen anderen Glauben, weil mein Glaube mir gehört. Ja, hältst du das? Pass auf, ein anderer Punkt, den er gerade als Argument ja genannt hat, ja, da wüsste ja jeder sowieso, ja, warum hat er dann Bücher gebracht? Lambo, kann ich mal was dazu sagen? Ja, ist eine bitte. Gute Frage. Also du meintest irgendwie so eine Story oder so, 24/7, das für immer da ist, ne? Das ist von Gott und niemand kann es wegmachen. Keine Atombombe, gar kein Mensch, nichts kann es beiseite schaffen. Ja, genau. Dann nehme ich mal ein Beispiel aus der Geschichte. Als Mose das Meer geteilt hat, stand immer noch sein Volk hinter dem Pharao. Und ja, richtig, weil du das gerade ansprichst. Womit hat er das Meer geteilt? Womit? Durch Gottes Kraft mit dem Stab. Ah, wieder ein Werkzeug, ne? Schau mal einen an. Wieder ein Werkzeug, ne? Pass auf, wieder ein Werkzeug, ne? Das Naturgewalten, ja? Bezwingt durch Gott. Wieder mal. Aber Gott er ist Werkzeug, doch allmächtig. Intention vom Satz. Aber er ist doch allmächtig. Warum braucht er ein Werkzeug? Darf ich bitte ausreden, wenn man nicht ausreden kann. Gut, also, er hat das Wasser gespalten, ja, richtig. Er hat das Wasser gespalten. Trotz dieses krassen Ereignis war das Volk vom Pharao, stand immer noch hinter dem Pharao, hat ihn als Gott verehrt. Weißt du, also selbst wenn hier so eine Story wäre, die 24/7 aufrufbar wäre, glaube ich, dass viele Menschen trotzdem nicht glauben würden. Ja, wieso? Nein. Aber das ist ja dann ihre Entscheidung. Nein, aber mit den Argumentationen gehst du ja davon aus, dass die ganze Welt dieses Ereignis dann auch hat gesehen. Hat es aber nicht. Ja, aber wäre es trotzdem so, angenommen dieses Ereignis wäre hier, ich glaube trotzdem ein sehr großer Teil der Menschen würde dennoch nicht glauben, weil das... Also pass auf, ich sag dir jetzt mal ganz einfach was, wenn wir jetzt alle zugucken würden, ja, wie Moses, ja, mit dem Zauberstab das Wasser trennt, ja, und irgendwas von einem Gott erzählt, dann würde heute jeder intelligent Mensch sagen, guck mal da, hey, der hat hier irgendeine Technik, Alter, mit seinem Zauberstab der Wasser zu spalten, Alter. Ja, und niemand würde sagen, das ist jetzt göttlich. Lambo, also, an der Stelle muss ich sagen, ich habe schon gesehen, wie Siegfried und Roy haben einen Elefanten verschwinden lassen. Also Lambo, damals... Ich war das nicht. Damals haben die Menschen auch nicht. Ich glaube, heute wird es kein großer Unterschied zeigen. Also du meinst, diese Videowand hätte keinen Sinn und die Bücher waren viel sinnreicher. Viel die schlauer. Videowand hätte einen Sinn, aber nicht wirklich einen großen Effekt. Also es wäre nicht besser als die Bücher gewesen. Die haben einen besseren Effekt bisher gehabt.
Ja, oder einfach so ein riesiger Hologrammkopf am Himmel, der sagt, ey, seid gute Menschen, tötet euch nicht, ich bin euer Schöpfer, seid gute Menschen. Richtig. Vielleicht noch mit so zwei Daumen hoch und das einmal am Tag und dann ist doch alles so. Ja, lass dich doch alle 10 Jahre mal blicken zum Beispiel und dann wäre die Sache doch gegessen. Dann wäre doch alles klar. Die Menschen kommst vorbei, trinkst einen Kaffee. Bitte? Die Menschen würden trotzdem, wenn jetzt angenommen hier oben eine Holo-Wand wäre, das auch ein komplett banales Beispiel ist, und sagen würde, bringt euch nicht um und sonst viele gute Werte verbreiten würde, das würden die Menschen trotzdem machen. Meisten würden es nicht mehr machen, aber es gibt immer noch Arschloch-Menschen, die einfach irgendwas machen wollen, weil sie psychopathisch krank sind. Das stimmt. Ja? Das ist dann klar. Aber dann weiß man wenigstens, dass er in die Hölle kommen wird und die anderen, die das nicht getan haben, nicht in die Hölle kommen wird, weil da ist der unendliche Beweis, der unzerstörbare, von allmächtigen Gott geschaffene Beweis, der dafür garantieren wird, wenn ich mich an seine Regeln halte, komme ich ins Paradies, egal was die anderen tun. Punkt. Na gut, also, das ist deine subjektive Ansicht. Nee, das ist einfach Logik. Einfach nur kritisches Denken, mehr ist es nicht. Nee, das ist halt, ich hätte da noch eine andere Denke. Ich habe nichts verstanden. Und wenn einer dazwischen redet, das ist wirklich, ich verspreche mich da. Also das ist einfach nur ein Beweis, den du noch extra haben wollen würdest, als persönlicher Mensch. Die Frage ist, dann wird irgendjemand anders kommen und sagen, okay, das reicht mir nicht, ich möchte, dass noch etwas Krasseres passiert. Ich verstehe das nicht. Wie kann man Glaube und Beweis in einem Satz verwenden? Das ist auch ganz lustig. Weil, komm mal ganz ehrlich, wenn es ein Glaube ist, dann glaubst du an etwas. Wenn du es beweist, ist es kein Glaube mehr, dann ist es Wissen. Ja, das ist auch ein Glaube. Nein. Der reibt ja nicht, was ich sage. Da verstehst du die deutsche Sprache nicht. Wissen bedeutet Wissen und Glauben bedeutet Glauben und nichts beides gleichzeitig oder irgendwie aneinander verbunden oder sonst irgendwas. Falsch. Dafür gibt's auch Synonyme. Glauben ist zum Beispiel etwas vermuten. Ich vermute mal, dass das und das passiert. Wissen ist Erfahrung. Dann weißt du, dass es so ist. Ich bestätige doch das, was du sagst. Ja? Ja, ich bestätige, was du sagst. Glauben ist Glauben. Ja, und Wissen ist Wissen. Aber wie kann man dann sagen, dass man die einzig wahre Wahrheit hat? Weil ich das glaube. Ja, aber das ist doch kein Wissen. Jetzt drehst du dich halt im Kreis, verstehst du? Richtig. Du kannst eben nicht zugeben, dass das, was du glaubst, lediglich Glauben ist und kein Wissen. Ich bin von meiner subjektiven Ansicht bin ich davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Ja, aber Überzeugung ist auch kein Wissen und keine Wahrheit. Ja, das brauchst du ja auch für einen Glauben, brauchst du eine wahrhaftige Überzeugung. Das ist ja soweit richtig. Und dann gehen wir noch weiter. Das wird jetzt noch richtig lustig. Deine Wahrheit ist nicht unsere Wahrheit. Was machen wir denn jetzt? Ja, das ist dann eure Sache. Das ist ja nicht meine Sache. Jeder soll leben, wie er leben möchte. Du verstehst gar nicht, worüber wir mit dir reden. Aber wenn wir die Videowand ja hätten, müssten wir nicht glauben. Wir würden es wissen. Wir hätten einen Endbeweis, verstehst du? Den absoluten Endbeweis. Es gäbe nichts zu diskutieren. Ja, für manche ist das halt das heilige Buch. Nee, eben nicht. Ja, welches? Die Videowand ist 1000-mal schlauer und intelligenter. Ja, welches heilige Buch denn? Die Tora, der Talmud. Die Bibel, das Evangelium, welches denn? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und für manche ist es gar nichts, also für Atheisten zum Beispiel ist es gar nichts. Nein, die glauben halt auch an etwas. Die glauben halt einfach an die Evolutionstheorie, an was weiß ich, an den Urknall und was weiß ich. Selbst wenn man an nichts glaubt, ist es ein Glauben. Weil man halt glaubt, an nichts zu glauben. Genau. Ja, aber die meisten Leute, die ja eben nicht an eine göttliche Schöpfung glauben, die glauben ja eben an die Urknalltheorie, also praktisch an Naturgesetze, Physik und was weiß ich. Das heißt ja nicht, dass die an nichts glauben. Ja, genau. Ja, also deswegen mag ich auch das Wort Ungläubiger nicht. Weil nur weil jemand nicht das glaubt, was ich glaube, dann ist er kein Ungläubiger, sondern er ist ein Andersgläubiger. Nee. Der Allmächtige hat's gesagt, was es ist. Von deinem Glauben. Was hat der Allmächtige gesagt? Ich sag, der Allmächtige hat ja gesagt, was es ist. Unglaublich. Ja, aber der Allmächtige hat mich gemacht und der wusste, dass ich das heute hier in diesem Livestream sagen werde. Richtig, auch noch. Vielleicht wollte der das sogar. Natürlich wollte er das.
Natürlich, Patrick. Ja, das stimmt, sonst wird es ja nicht passieren. Richtig. Glaube ist schon was ganz Lustiges. Von der Sache her ist es wirklich einfach so. Du kannst machen, was du willst. Unterschiedliche Glaubensformen, egal in welche Richtung. Das geht sogar schon los bei Nutella mit Butter oder ohne Butter auf Toast. Da geht das schon los. Da geht das schon los. Aber das Problem ist, hier im Chat schreibt nächste Evolutionstheorie. Ich kam aus dem Wasser gekrochen. Dies, das. Ey, ich sag gar nicht, dass die Evolutionstheorie richtig ist, weil die können auch nicht alles erklären und die kommen dann auch einfach irgendwann mit, ajo, die Wissenschaft, die Experten haben herausgefunden. Ja, ja, das ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Glauben. Ja, das stimmt. Weil Wissenschaft versucht, Wissen zu schaffen. Das sagt das Wort schon, Wissenschaft. Hier, Noxo, hol mal Noxo hoch. Noxo schreibt, musst dich eben selbst für deine Aussage vor Gott rechtfertigen. Wo ist das Problem? Ja, komm mal hoch, dann komm mal mitdiskutieren. Weil wir verstehen viele Dinge noch nicht. Wir haben sie nicht verstanden. Und für eine wahrhaftige Überzeugung, für einen wahrhaftigen Glauben brauchst du ja auch eine wahrhaftige Überzeugung. Und die konnte ich bis heute leider nicht finden. Weil ich Lambo, so viele Nigen haben wir nicht hier. Ja, ich habe auch viele offene Fragen. Und ich kriege die nicht befriedigend beantwortet von niemandem. Da kann ich ja gleich noch eine Frage stellen. Naja, aber wenn du jetzt eine befriedigende Antwort möchtest, dann müsste ich dir meinen kompletten Glauben aufsagen. So, das ist ja auch, das wird von dem kompletten Rahmen springen. Ja, aber woher weißt du, was für uns befriedigend ist? Ja, das ist ja auch die Frage. Nee, für eine befriedigende Antwort, wenn du mir ja sagst, für Gott sind wir noch weniger als Tiere oder sonst irgendwas und wenn er uns tötet, dann ist das in Ordnung und kein Verbrechen und er ist damit kein Massenmörder, dann ist das für mich trotzdem keine befriedigende Antwort. Ja, weil das, wie gesagt, faktisch nicht weggedacht ist, einfach irgendwie zu sagen, ja, wenn er die ganze Menschheit, Tieren, Pflanzen, alles ermordet und zerstört hat, ja, dass er dann kein Massenmörder oder Zerstörer oder was weiß ich was ist, sondern dass es einfach eine heilige, tolle Tat war. Warum haben wir jetzt eigentlich die Frage noch nicht geklärt, ob Nutella mit oder ohne Butter? Oh Gott, Alter, weil es absolut irrelevant ist. Weil das erstmal ist es ja, mit. Aber das ist der Punkt. Auch diese Sachen, die sind absolut irrelevant, wenn jeder seinen Glauben bei sich behalten würde und das für sich ausüben würde, ohne ihn jemand anderen aufzudrücken, hätten wir dieses Streitthema nicht. Vermute, das machen auch die meisten. Also es gibt ja klar, es gibt ein paar Missionare immer überall, aber so die meisten der angehörigen Religion machen das, glaube ich, sogar. Aber der hat ja nur Propheten geschickt, die Arabisch konnten, richtig? Also mir hat man auch gerade einen Propheten geschickt. Ich grüße dich, King Thomas. Jetzt von meinem Glauben. King Thomas, jetzt 5 Kinder. Er hat 5 Kinder. Oh mein Gott, was macht King Thomas hier? Thema Glauben. In der Einweihung wird tatsächlich, ihr habt da drumherum gekreist, in der Einweihung definiert man das, dass das Wissen in Glaube im Grunde des Glaubens ruht. Das bedeutet, nur wenn ich weiß, kann ich auch glauben. Es geht um einen unsichtbaren Bereich und nicht um einen wissenschaftlichen Bereich. So kann ich dein Gefühl nur glauben, aber nicht sehen. Aber du bist dir deinem Gefühl gewahr. Das bedeutet, die Einweihung sieht es in der Beziehung auf Ursache und Wirkung. Gebe ich keine Ursache ist auch keine Wirkung. Bedeutet, wenn ich im Frühjahr keine Saat ausgesät habe, dann werde ich auch nichts ernten. Exakt. Und somit ist es an Ursache und Wirkung gebunden. Und wenn du in dir gewiss bist, weil du am heiligen Strahl angebunden bist im Universum, am heiligen Geist angebunden bist, bist du dir gewiss, du weißt es. Und weil du weißt, glaubst du. Okay? Das wollte ich ja zu dem Thema beitragen. Ja, aber trotzdem ist es nicht möglich, diesen Glauben zu beweisen und Wissen daraus zu machen. Quatsch, und auch die tiefste Überzeugung kann falsch sein. Aber ich glaube, ich weiß schon, wie Thomas das meint. Ich glaube, er meint das eher so, dass der Glaube im eigenen Wissen liegt. Ich bin überzeugt, sind die Zeugen Jehovas zuständig. Ne? Die wollen überzeugen. Aber in dem Moment, wenn der Mensch überzeugt ist, ist er ja auch schon übernommen.
Also, ja, aber das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht Überzeugung. Das ist ja nicht Wahrheit und Wissen. Man kann ja auch an Lügen glauben und man kann an Lügen so fest glauben, dass sie zu der eigenen Wahrheit werden. Auch zur Realität, wie in dieser Welt im Moment zu sehen. Richtig. Wo war die Pandemie? Das ist ja auch eine gelogene Wahrheit. Ne? Ja, eben. Für viele Leute ist das ja immer noch die Wahrheit, dass wir eine schlimme Pandemie hatten. Und das ist eine Wahrheit für diese Leute, obwohl das eine Lüge ist. Und die sind fest davon überzeugt. Ja, das ist eine Fiktion. Ja. Die gesamte Pandemie war eine Fiktion. Nicht mal eine Lüge, sondern eine Fiktion. Einfach. Es war wie eine Religion. Es war wie eine Religion, es war Glaube. Sie glauben daran. Ja, an den unsichtbaren Virus. Aus Corona wurde Glaube. Der würde uns das am besten vor. King Thomas, du hast mega schlechten Empfang, oder höre ich ihn nur so schlecht? Nee, der hat wirklich nur einen Balken. Der bayerische Ministerpräsident, der hat doch bei der Södolf. Ich höre nichts. Kannst du mal übersetzen, wenn du was hörst? Patrick, du hast Kopfhörer. Ja, genau. Nee, ich höre leider gar nichts. King Thomas, ich weiß nicht, du hast nur einen einzigen Balken. Du musst mal irgendwie an deiner Verbindung arbeiten. Ja, dann hört man nicht. Man hört dich nur abgehakt, King Thomas. Ich höre gar nichts. Jetzt höre ich auch nichts. Hey, Lambo. Ja. Also ich würde dazu mal kurz was sagen. Also jetzt das mit der Flut und dass es anders geregelt werden könnte. Da gibt es sehr, sehr wahrscheinlich, ja. Kann es nicht 100% sagen, weil da gibt es sehr, sehr wahrscheinlich sehr viele verschiedene Antworten noch. Aber so, ich habe mich jetzt nicht auf das Thema vorbereitet, weißt du? Ja, halt nur aus der Verstehst du? Einfach aus der Vogelperspektive heraus sind diese Fragen ja gestellt. Verstehst du, ich verhalte mich ja da neutral. Ich bin ja zum Beispiel Agnostiker, das bedeutet, ich glaube an einen Schöpfer, beziehungsweise ich weiß, dass es eine höhere Macht gibt, die das hier alles erschaffen hat. Das kann man beweisen. Anhand der Mathematik zum Beispiel kann man genauestens belegen, dass hinter allem, jeder Pflanze, jeder Zelle, egal was, ein hochintelligenter Plan, ein Bauplan steckt. Ja, so, das sagen die Agnostiker zum Beispiel, aber die sagen nicht, dass dieser Gott irgendwas von uns will, dass er uns eine Prüfung stellt, dass er irgendeine Hölle oder einen Himmel erschaffen hat, weil das können wir nicht beweisen. Davon wissen wir nichts. Die Agnostiker glauben eigentlich nur an das, was man auch wirklich beweisen kann. Ja, wie zum Beispiel, dass das hier erschaffen wurde. Es gibt das kann ja auch Schöpfer. Nicht auch, da müssen wir uns ja mal alle drüber einig sein. Es kann ja nicht aus dem Nichts gekommen sein. Ja, richtig. Also, man sieht es ja auch. Man kann es ja beweisen. Wie gesagt, es ist erschaffen. Du kannst den Konstrukteur nennen, du kannst den Ingenieur nennen, du kannst den Architekten nennen, du kannst den Schöpfer nennen, egal wie du nennst. Ja, das ist unwiderlegbar beweisbar, ja, dass diese Welt auf jeden Fall erschaffen wurde. Es steckt überall einen Bauplan drin. Egal in was du hier, kannst einen Stein nehmen, scheißegal was. Ja, das ist alles hochintelligent gebaut worden. Ja, So, und auf den Punkt können wir zum Beispiel auf den Punkt kann ich mich mit dir einigen, ja, diesen Punkt, aber drüber hinaus, ja, da stellen sich mir Millionen Fragen, ja, wie einige, die ich jetzt eben schon genannt habe, ne? Ich hätte noch viel, viel mehr, ich habe ein ganzes Buch voll Fragen. Ja, das glaube ich dir, dass du ein ganzes Buch voll Fragen hast, ich würde dir auch sehr gerne beantworten, aber wie soll ich, das sind schon komplexe Fragen, die du stellst, wie soll ich die unvorbereitet bitte beantworten? Ja, du hättest aber genauso wie aus ich, der Vogelperspektive, pass auf, das hat er dir gerade gesagt, aus der Vogelperspektive. Aber du hättest ja genauso das schon hinterfragen müssen. Die Fragen kommen ja durch Hinterfragen. Du hättest doch selber hinterfragen müssen. Hör mal zu, ich habe selber Fragen gehabt, aber ist der jetzt ein Massenmörder? Diese Frage habe ich mir jetzt persönlich nicht gestellt. Ich hatte andere Fragen. Ja, okay, gut. Ist ja noch in Ordnung. Ist ja legitim. Deswegen bin ich auch dieser Religion beigetreten. Kann ja nicht jeder das Gleiche denken, ist ja schon klar. Genau. Ist ja auch in Ordnung. Aber vielleicht denkst du ja mal drüber nach und versuchst dir mal diese Fragen zu beantworten. Genau mit dieser Videowand, die ich gefragt habe. Es ist ja auch so zum Beispiel, nehmen wir jetzt nochmal so, wir haben hier eine Minderheit, ne, die Arabers, das sind ja gerade mal 400 Millionen auf der Welt. Ne, sie sind ja gar nicht der Islam ist ja wesentlich größer, 1,6 Milliarden. Die sind also nur eine kleine Minderheit im Islam. So, und wenn ich das jetzt mal vor Augen halte, er hat ja nur Propheten geschickt, die alle Arabisch sprechen, richtig? Das kann ich dir nicht sagen, ob es nur Arabisch sprechen. Soweit ich informiert bin, ja. Alle 120.000 waren nur Arabisch sprechende Propheten.
Soweit das kann ich dir nicht bestätigen. Kann sein, kann auch nicht sein, weiß ich nicht. Okay, weil ich weiß es jetzt so, und dann wäre meine Frage ja gewesen, wieso hat man dann so eine kleine Sprache, die kaum auf der Welt gesprochen wird, wie gesagt, und dann einen Glauben für alle zu schaffen, in einer Sprache übermittelt, die überall nirgendwo gesprochen wird. Ja, warum hat man nicht überall gesprochen wird? Also ja. Arabisch ist schon sehr... Vielleicht ist ja exklusiv, nochmal, 400 Millionen Menschen von 8 Milliarden. Ja, würde du, Lambo, vielleicht ist diese Sprache ja exklusiv und nicht jedem vorbehalten. Ja, das ist ja, worauf ich hinaus möchte, weil wie hätten denn die anderen oder zum Beispiel der Chinese? Wie soll der Chinese denn jetzt den Islam wirklich verstehen? Wir ja alle wissen, du kannst den Islam ja nur verstehen, wenn du Arabisch kannst. Ja. Deswegen gibt es ja Gelehrte. Ja, gibt es ja Gelehrte, die ist dann auch ja, Arabisch aber die Gelehrten, erzählen. Wer sagt uns, dass uns die Gelehrten nicht anlügen, weil sie verstehen es ja als Einzelne. Ja, aber wenn ich doch möchte, dass alle gläubig sind, alle Menschen mich ja anbeten, dann muss ich doch eine universelle oder zumindest eine komplette Übersetzung in alle Richtungen, hätte ich auch Propheten geschickt, die Deutsch können, die Chinesisch können und so weiter, damit es sich durch die ganze Welt trägt. Wäre ja eigentlich logisch. Das ist also, auch so eine Unlogik, die ich nicht verstehe. Das ist jetzt auch eine Frage, wie damals die Population der Menschheit wurde, die genau verteilt war, weil damals gab es ja noch nicht wirklich Amerika zum Beispiel, halt außer die Ureinwohner. Also ja, die hätten dann schon Pech gehabt. Ich meine, es war ja Gott, der die Sprachen, weil, es war ja früher immer alles eine Sprache, richtig? Ja, aber warum hat denn der Gott keinen Propheten zu den Indianern geschickt? Weil das wahrscheinlich eine Minderheit war. Ach, es war eine Minderheit. Und die hat es dann nicht verdient, oder? Die wird dann diskriminiert. Nee. Das ist aber richtig diskriminierend. Nein. Also mal ganz ehrlich. Und da kommen wir wieder zum Allmächtigen. Und ich würde da auch gerne mal mit dem Mythos aufräumen. Es gab ganz, ganz viele Ureinwohner Amerikas, ja, bevor der weiße Mann kam und die ausgerottet hat. Kann ich bitte dazu Stellung nehmen und nicht, dass meine Worte übertönt werden mit Lachen? Jedenfalls, jetzt habe ich den Faden verloren, geil. Nicht schlimm. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Jetzt darf man doch nicht mal mehr lachen, ey. Ja, aber ich will was sagen und du übertönst meine Worte mit Lachen. Das macht man. Ja, bringst du einen mit raus, ja. Also warum Gott etwas macht, werden wir Menschen in diesem Leben nicht mehr herausfinden. Ja, es ging eben darum, dass warum Gott nicht auch ein Prophet zu den Ureinwohnern Amerikas geschickt hat, weil es ja eine Minderheit war. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Genau. Also zumindest in meinem Glaube steht, also ich kann jetzt nicht von den Glauben der anderen ausgehen, also Gott straft nicht, bevor er einen Gesandten geschickt hat oder ein Buch oder irgendwie sie wissen lassen hat, dass diese Religion existiert. Und ja, aber dann wäre es doch barmherziger gewesen, einfach den Leuten keine Botschaft zu schicken. Ja, die haben doch auch keine Botschaft bekommen. Deswegen sind diese Menschen nach meines Wissens direkt im Paradies. Ist das nicht barmherzig genug? Moment, also jeder, der den Glauben nicht kennt und nicht angenommen hat, der kommt ins Paradies? Das habe ich nicht gesagt. So ist es. Ja, aber so hast ich habe gesagt, jemand, der nichts mitbekommen hat, dass es so eine Religion gibt und zum Beispiel Leute, die komplett ausgeschlossen sind von dieser Welt, die isoliert leben, nicht von dieser Welt, die einfach isoliert leben, die nichts davon mitbekommen, die sind, ich sag mal, von der Strafe im nächsten Leben einfach bewahrt. Wo steht das? Alleine schon, Lambo, warte mal ganz kurz. Ich verstehe die Aussage schon gar nicht von dieser Welt. Sind es dann, wenn man zum Beispiel Ureinwohner nimmt, die von diesem ganzen Glauben nichts mitkriegen, sind diese Menschen dann nicht von dieser Welt? Wo leben die denn? Ich habe gesagt, auf einer anderen Welt? Isoliert. Nein, ich habe mich doch korrigiert. Hast du mich nicht zugehört? Ja. Ich habe gesagt, die isoliert leben. Ja, aber dann wäre es doch besser, wenn alle isoliert leben und nie einer was von dieser Botschaft hört, ja, weil das ist ja dann die Garantie für das Ticket in den Himmel. Ihr habt doch gerade gesagt, dass die Ureinwohner alle in den Himmel gekommen sind, weil sie die Botschaft nicht erkannt haben. Das heißt, wer mir die Botschaft sagt, zwingt mich dazu, dann danach zu leben. Also wäre es doch barmherziger von euch gewesen, mir nie von dieser Botschaft zu erzählen, weil dann wäre mein Ticket in das Paradies ja sicher. Ich glaube nicht, dass alle Ureinwohner im Paradies sind. Nee, wo sollen die denn sein? Unabhängig davon, selbst die Ureinwohner, die haben ja auch ihren eigenen Glauben, auch die glauben an irgendwas. Ja, die sind in den ewigen Jagdgründen.
zum Beispiel. Oder führen Regentänze auf. Gibt auch. Auf jeden Fall weiß ich, dass geschrieben steht, dass Gott nicht straft, bevor Nein, er... Nein, du glaubst, du weißt nicht. Du glaubst, das nee, hatten wir weiß, schon. Ich weiß, dass es in meiner Religion so steht. Du bist davon überzeugt. Ja, aber warte doch kurz. Also Gott straft nicht, wenn... Was? Wenn kein Gesandter zum Volk geschickt wurde. Ja, wo ist mein deutscher Gesandter? Das ist diskriminierend. Das heißt ja, ich glaube nicht. Nee, davon... Hä, warte, was? Ich sag das vom Koran gehört. Was? Ich hab gerade den Koran verloren. Und wer fragt gerade was? Also nochmal. Also ich bin jetzt komplett raus. Ich bin auch raus. Jetzt sind wir alle unwissend wieder. Dann kommen wir zum Glauben zurück. Ja, weil, zurück zum Glauben. Und wisst ihr was? Gott hat das kommen sehen. Ja, sicher. Ohne Scheiß, Alter. Glaube ist schon was ganz Eigenartiges. Ich glaube, dass hier in dem Chat wirklich Menschen sitzen, die nicht vom Bösen besessen sind, die nicht von Tod und von dem Missionieren reden, aber es geht halt immer nur ums Ego. Das Ego, ich muss Recht haben, meine Religion muss am Ende gewinnen. Was ist, wenn man sich irrt? Hat man sich denn als gläubiger Mensch jemals diese Frage gestellt? Also diese Frage stellen sich die wenigsten Menschen, auch nicht nur im Glauben, also in allen Dingen fast. Ja, ja, sicher, aber gerade im Glauben ist es halt sehr, sehr wichtig. Also ich kann euch eines sagen, etwas, was ich nicht glaube, was ich zum Beispiel zu 100.000% weiß, ist, dass jedes Lebewesen, egal welches, auf dieser Erde, egal zu welcher Zeit, gut geboren wird. Dass das alles gute Wesen sind. Ja, das sind reine Seelen. Richtig, ja, das ist etwas, was ich weiß. Daran brauche ich nicht zu glauben, das weiß ich, dass es so ist. Ja, das zeigt Guck mal, Starlight zum Beispiel glaubt, dass ich gemein bin. Starlight, das könnte bald zum Wissen werden. Oh, hier unten auch Meriem oder wie auch immer, wir sind alles Sünder, bleib mal schön bei dir, ja? Weil wer definiert denn, was eine Sünde ist? Der jeweilige Glauben, den du für dich selber als Wissen bezeichnest. Der Schuldzuweisungsgott. Genau, aber... Und dann, wie gesagt, ja, der Schuldzuweisung. Du kommst auf die Welt, du hast nichts getan, ja? Gar nichts. Und du kommst mit der Erbsünde. Erbsünde. Also ich würde meinen Glauben jetzt nicht damit identifizieren, so mit Erbsünde. Sowas gibt es bei mir nicht. Was? Erbsünde gibt es bei mir im Glauben nicht. Natürlich kommt in den monotheistischen Religionen jeder Mensch als sündig auf die Welt. Das ist doch der Sündenfall von Adam und Eva. Darum geht doch die ganze Chose. Nee. Das, also vielleicht im Christentum oder im Judentum, da bin ich unbelesen, aber jetzt nach meinem Glauben, Islam, ist das nicht so. Also es stimmt, dass Adam und Eva vorher im Paradies waren, aber das ist nicht zurückzuführen auf meine Sünde. Das war schon vorher geplant, dass diese zwei Menschen, ob mit dieser Sünde oder ohne diese Sünde, auf diese Welt geschickt werden. Also soweit ich weiß, hat Gott Patriot, ja, guck ja. mal, Patrick. Guck ja, mal. Bitte, was denn? Guck mal, was Patriot geschrieben hat. So wird das nichts mit den 72 Jungfrauen. Ja, gut. Das sind ja auch so Sachen. Auf der Erde ist Alkohol haram, aber dann im Paradies fließt dann der Wein, was weiß ich, in Flüssen. Das macht halt alles relativ wenig also, Sinn. Ich frage mich immer, kriegen Sie auf Erden keine ab, dass Sie im Himmelreich da auf die 72 warten? Also natürlich macht das aus deiner Sicht keinen Sinn. Das wird jetzt, wenn ich jetzt jedes Thema wirklich so öffnen würde, das wird wieder den Rahmen sprengen. Das hat schon ja, also ist deine Religion so kompliziert, dass es gar nicht alle Menschen verstehen können, ohne dass sie nicht jahrelang sich mit dem Glauben studiert haben. Ja, natürlich. Vorhin hast du sogar noch gesagt, dafür gibt es extra Gelehrte, die dir das dann übersetzen. Ja, wie auch immer, dann hab ich mich jetzt getäuscht in den... Tut mir leid. Aber wie gesagt, das war ja der Konsens dabei, ja? Also, nee, das ist nicht so kompliziert. Es ist halt einfach nicht nur von jetzt auf gleich erklärt, würde ich sagen. Also, der Islam hat ja jetzt 23 Jahre gebraucht, um vollständig zu werden. Da war jetzt auch nicht von einem auf den anderen Tag der Alkoholverbot da. So, es war jetzt erstmal nur... Also 23 ist ja die Freimaurerzahl, ne? Weißt du ja.
Jedenfalls, waren das die Schreiners, die das geschrieben haben, Lambo? Ja, also ich kann euch auf jeden Fall über die Haschaschinen erzählen. Ich kann euch über eine uralte muslimische Sekte erzählen. Aber das heißt die Haschaschinen, nicht die Haschaschinen. Ja, nein, das ist nein, falsch, Reuter. Das heißt sind die Haschaschinen. Das sind die Haschaschinen und hier in Europa heißen sie Assinen. Richtig, und weißt du, was Haschaschin heißt? Das heißt, Haschaschinen. Nein, das ist der Haschrauchende. Der Hasch raucht, so heißt es übersetzt. Der Hasch raucht. Haschaschin. Richtig. Das liegt daran, weil die Araber sehr starke Alkoholiker früher waren. Und ja, als Alkoholiker kannst du jetzt nicht von jetzt auf gleich mit dem Alkoholkonsum aufhören. Also schwenkt man zum Kiffen über. Aber was liegt daran? Aber du sagst, das liegt daran, aber was liegt daran? Meinst du jetzt, nimmst du jetzt Bezug auf die Haschaschinen? Nee, das hat jemand hier gerade in den Kommentaren geschrieben. Achso, ja, okay, dann weiß auch keiner, wovon du redest. Gut. Ja. Ich hab's gerade im Vorgelesen. Lambo, Alter, sag mal, hast du eigentlich schon Gebühren eingeführt? Nee, bei mir kann also auch Privatkassenpatient oder AFK oder auch nicht versichert, bei mir sind alle Menschen gleich und bekommen eine kostenlose Dr. Lambo-Behandlung. Komm, wir holen mal die Mastermind Experience dazu. Da ist der, also da verspricht der Name so einiges. Ja, ich bin gespannt. Mal raus, gell? Also ich glaube, ihr redet jetzt über andere Themen. Nee, bleib mal drinne. Also ich fand das völlig gut, wie du das Ganze rübergebracht hast. Aber ich finde das lächerlich, dass die anderen drei darüber lachen. Wie, ja, ist so. Wie du das eigentlich rüberbringst, weißt du, ich kann das nicht verstehen. Wenn jemand wieso, was hat er denn rübergebracht? Er weiß nicht, er muss nachgucken und er kann uns das nur im großen Stil erklären. Ja, Und er ist nicht vorbereitet. Ja, das stimmt so nicht ganz. Ich habe euch schon ein paar Sachen gebracht und einige Sachen wurden auch gar nicht zum Ausreden gebracht. Ja, aber das du warum ist einfach, das ist die Absicht, einfach ins Lächerliche zu ziehen. Ich meine, lass ihn doch an das glauben, was er will. Warum? Ja, kann er ja auch. Sag doch keiner. Warum müsst ihr immer mit diesen üblichen Dingen kommen mit 72 Frauen, ich weiß nicht was. Das ist doch. Ja, steht das nicht da drin? Das haben wir uns doch nicht ausgedacht, Mann. Das ist doch nicht unser Glaube. Ja, ihr habt euch das nicht ausgedacht, aber ihr sucht euch aus, was ihr fragen wollt. Ja, genauso wie ihr euch aussucht, was euch passt. Wenn man Fragen hat, dann hat man sich natürlich Fragen gestellt. Warum immer diese 72 Frauen? Weil es doch drin steht. Die haben wir nur einmal erwähnt jetzt eben. Wir haben über alles Mögliche geredet die ganze Zeit. Ja, aber guck mal, wenn ihr so interessiert seid an dem Islam, Christum oder Judentum und was auch immer, warum belehrt ihr euch nicht selbst? Nee, wir sind nicht interessiert, wir haben nur Fragen. Wir kennen den Islam, den Christentum und so weiter. Und ich bin gesagt, ich bin ja Agnostiker, ich bin ja da völlig neutral. Ich habe einen Schöpfer, aber ich habe keinen Büchergott. Ja, du kannst, guck mal, von mir aus kannst du sein, was du willst. Das ist deine Entscheidung. Ja, aber warum beschwerst du dich denn, wenn du das sein darfst? Ich beschwere, wenn du dich über eine Religion lustig machst. Wer hat sich hier über was lustig gemacht? Moment mal, ganz kurz, stopp. Gestern Abend kamen ein paar radikale Muslime hier in meinen Chat rein und haben mich gefragt, was denn mein Glaube wäre. Nachdem ich gesagt habe, ich bin ein Buddhist, wurde mir gesagt, ich bin ein Hund, ein Hurensohn, ein Götzenanbeter, ein Steineanbeter und was weiß ich, wo ist denn da der Respekt gegenüber anderen Religionen? Man soll nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt. Ja, das stimmt schon, dass das gar nicht mitgeht, aber ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten über den politischen Islam. Als ich eine Frage gestellt habe, wurde zu mir gesagt, möge Allah dich vernichten. So, natürlich kommen da Fragen auf. Und wenn man dann in diesen speziellen Bereich geht, wo zum Beispiel etwas wirklich eine Wichtigkeit gerade in dem Glauben hat, es ist doch an dem, dass die 72 Jungfrauen, das ist euer Ziel. Da wollt ihr hin. Also, ihr seid ja auch diejenige, die sich anzustellende Frage. Darüber macht man sich nicht lustig. Das ist eine Sache, die interessiert mich höchstpersönlich. Wieso kriegt ihr 72 Jungfrauen? Jetzt mal ohne Scheiß. Reicht euch eine nicht? Ich sag dir das mal. Guck mal, was will der Mann auf dieser Erde haben?
Wir reden doch von dem, was er dann kriegt im Himmelreich. Ja, aber, was kriegt er da? 72, aber was 72? Was kriegen denn die Frauen? Was kriegen denn die Frauen im Islam, die in den Himmel kommen? Die Frauen sind die Huren, die müssen einfach nur hoch. Nein. Die kriegen eine Typin. Ja, die kriegen eine Typin, der einen Dauerständer hat und jederzeit missbraucht werden kann. Ja, Dauerständer hat er auch noch. Ja, entweder das oder 72 Computer-Nerds. Also Jungfrauen. Diese lächerliche Art. Nee, das ist keine lächerliche Art. Das ist doch euer Glaube, den ihr hier uns als der Wahrheit, als die Wahrheit verkauft. Das ist das. Und dann wird man das Ganze kritisieren dürfen. Und wenn euch das nicht passt, dann habt ihr Pech. Was sollen wir dann machen? Ja, dann müsst ihr. Wir haben das Recht, das zu kritisieren. Was? Dann müssen wir auf den Mond. Aus Deutschland. Wenn wir nicht aus Deutschland sind, sollen wir auf den Mond. Hat das jemand gesagt? Was redest du? Das wäre das Nächste. Wo bist du denn? Wir reden hier über den Glauben. So, über den Glauben. Aber ihr seid auch diejenigen, die sagen, ihr kommt in die Hölle. Ihr glaubt einfach nicht aus. Ihr kennt den. Ihr nehmt einfach die Punkte, wo ihr sagt, oh, das kann ich mir nicht erklären. So, was ist... Wieso nicht erklären? Ich habe Fragen. Warum kriegt ihr im Himmelreich 72 Jungfrauen? Ist da irgendwas bei euch nicht richtig? Braucht ihr die? Wofür braucht ihr die? Habt ihr eine zum Kochen, die nächste zum Abwaschen, drei fürs Bett und weiß ich wie noch nicht aufgeteilt? Guck mal. Ich sag dir das mal. Der Mann an sich auf dieser Welt... Der geht ja auch nach seinen Gelüsten, richtig? Nach Sex. Ist doch jeder, es ist doch so, oder nicht? Also seid ihr eigentlich nur triebgesteuert und wollt sicherstellen, dass ihr oben im Himmelreich genug Weiber habt zum Wegbücken, oder? Ja, Moment, aber für wenige Momente an einem Tagesverlauf ist das so, richtig. Aber den Großteil des Tagesverlaufs hat damit nichts zu tun. Wie lange geht so ein Tag im Paradies? Schönen Tag euch noch. Ciao. Mach's gut, ciao, ciao. Wie lange geht so ein Tag im Paradies? Und wie gesagt, was ist mit den Frauen? Kriegen die auch 72 jungen Männer? Ich bin auch weg, ciao. Ciao, ciao. Und die Frauen bekommen auch. Angenommen. Sind wir mal ganz ehrlich, Mohammed hat seinen Kämpfern erzählt, dass wenn sie für den Glauben sterben, dass sie dann im Himmel 72 Jungfrauen kriegen. Und die Leute haben das geglaubt und sind dann in den Tod gegangen. Und ich wette mit dir, die haben die 72 Jungfrauen nicht gekriegt. Ja, aber es ist auch schon, Patrick, ich schwöre dir. Aber es ist ja auch schon schwer bedenklich, ja, wenn jemand für Gott mordet, dass er dann belohnt wird im Himmel. Genau. Ja. Also das alleine ist schon schwer bedenklich, ganz ehrlich. Das muss Teil dieser Allbarmherzigkeit sein. Vor allem das Massenverhältnis möchte ich auch mal geklärt haben. Wie läuft das eigentlich? Jetzt mal ohne Scheiß. Also, wir haben einen Mann auf 72 Frauen, aber gleichzeitig hat der Mann einen höheren Stellenwert. So, die Geburtenraten, die sind ja dann auch noch so ein bisschen zu hinterfragen. Aber wo kommen die ganzen Weiber her? Jetzt mal ohne Scheiß. Die hat er erschaffen. soweit wie ich weiß, kommen die tatsächlich aus der Hölle sogar teilweise. Oh, damit überall wird sie da bedient. Das ist ja wieder klar. Hauptsache eine Olle am Start. Hauptsache eine Olle. Mit schwellenden Brüsten. Obwohl das eigentlich schon wieder widersprüchlich ist, weil eigentlich Jungfrauen auf jeden Fall in den Himmel kommen. Mastermind, vielleicht kannst du ja Fragen beantworten. Nochmal, für einen Glauben muss man ja auch wahrhaftig überzeugt sein. Ja? So, weil du ja sagst, wir hätten uns ja nicht mit den anderen Religionen auseinandergesetzt, sonst hätten wir eine Überzeugung. Nee, wir haben aufgrund der Auseinandersetzung mit diesen Religionen, haben wir Fragen. Ja? Und eine Frage zum Beispiel von mir wäre da zum Beispiel die Flut. Ja? Ist Gott ein Massenmörder, wenn er alle umgebracht hat oder nicht? Das stimmt so nicht. Ja, der hat zwei überleben lassen von jeder Art, wissen wir. Gut, er hat alles andere sonst, wissen wir schon. Der hat uns die ganze Welt vernichtet. Nochmal, ist er dann ein Massenmörder oder nicht? Dieses Gott ist kein Massenmörder. Sondern? Gott kann kein Massenmörder sein. Also hat er die nicht getötet, die Leute? Also, du steuerst. Aber wie definierst du das dann? Wie definierst du diese Tat dann? Du bist hier auf der Welt. Ja, ich weiß. Das ist nichts Neues. Du bist hier auf der Welt, ja? Ja, du bist hier auf der Welt. Wenn jetzt ein Flut gibt, okay? Und da ist irgendeine Laterne, du gehst auf diese Laterne. So, es ist doch in deiner Hand, wenn ein Helikopter kommt,
du da mit... Alter, wir reden von der Sintflut, Digga. Was für Helikopter? Echt, erstmal zu. Die Sintflut, die ging über den höchsten Berg auf der Welt. Ja, hier hat nichts mehr existiert. Keine Pflanze, kein gar nichts mehr. Alles war radikal. Keine Straßenlaterne, Bruder. Ja, es ist ein völlig irrationales Beispiel, was wir jetzt gerade... Die Helikopter, glaube ich, gab es noch nicht. Kommen so Flugsaurier angeflogen und retten dich. Ja, aber pass auf, aber wie definierst du denn diese Tat? Die Adler sind da. Pass auf, das ist okay, du sagst, das ist also Gottes Strafe gewesen. Warum hat er dann Unschuldige bestraft? Ja, du, dafür gibt es ja die Hölle und den Himmel. Ja, nee, nochmal, das ist ja keine Antwort. Warum hat er Unschuldige bestraft? Also nochmal, die Frage war, warum hat er Unschuldige bestraft? Guck mal, wenn der Unschuldige stirbt, ist er ein Märtyrer, ja? Was? Nee. Das heißt nicht, dass warum? Er... Warum? Warum? Das heißt, du musst erstmal antworten, bevor du mit der Erklärung kommst. Guck mal, ihr beiden, der Agnostiker, der ist noch bei Sinn, der kann das ja, der stellt die Frage, aber er glaubt ja an Gott, er wird auch, wenn ich antworte, ich meine... grundsätzlich schon verstehen, was ich meine. Aber ihr beide, ihr seid komplett gegen eine Religion. Nein. Ja? Das ist totaler Quatsch. Also, ich habe eben gerade eigentlich nur seine Fragen wiederholt, weil du auf seine Fragen nicht antwortest. Und da ist dann auch wieder diese Anmaßung, wer nicht jüdisch, christlich oder muslimisch glaubt, der hat keinen Glauben. Ich glaube nach dem buddhistischen Glauben. Und da gibt das es eine auch ja, darf ich. Oh, danke, wie gnädig. Ja. Wie gnädig. Ich habe ja nicht gesagt, dass du es nicht. Du darfst auch ungläubig sein. Ja, was passiert denn in einem islamisch geprägten Land, wo die Scharia herrscht mit Buddhisten und Hinduisten? Du, da passiert gar nichts. Nein, die müssen das Land verlassen. Die dürfen nicht mal die Jizya in Demut entrichten. Die müssen das Land verlassen, weil es Götzenanbeter sind. Wo? Ja, wie viele leben denn in Saudi-Arabien? Wo denn? Ja, da leben keine. Eben. Da gibt es ja auch keine christlichen Kirchen. Da gibt es auch keine Synagogen. Weil ihr nämlich in eurem Glauben, wenn ihr die Mehrheit seid, das Intoleranteste seid, was es überhaupt gibt. Dann kommt auch noch bei mir die Frage gerade so auf. Was es überhaupt gibt. Warte mal ganz kurz. Ey, du doppelst dich. Mach dein Mikro leise. Intoleranz, ja, Intoleranz. Das ist ein Doppelmoral. Ja, musst du nochmal Anfrage stellen. Ich fand das eben höchst interessant, was du gesagt hast, Patrick. Er meint ja zu dir, du darfst das. Ne? Pass mal auf, Patrick, wenn man etwas nicht darf, was ist das Gegenteil von dürfen? Nicht dürfen. Ja. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja. Das ist schon ziemlich paradox, ne? Ja, nee, wenn er den Satz komplett ausgeführt hätte, wäre es gewesen, solange wir hier in Deutschland leben und wir eben keine Scharia haben, darf ich das gerne. Aber sobald die Scharia irgendwann mal hier doch vor die Vorherrschaft bekommt, dann darf ich das eben nicht mehr. Und wenn man etwas nicht darf und es trotzdem macht, was passiert dann? Also... ganz ihr sprecht nur mit Idioten, die keine Ahnung haben. Ja, warum hast du dann nur 13 hier. Follower, Luca? Dann würdest du ja, wenn du so schlau und intelligent bist, dann hättest du ja mehr Follower und könntest jetzt mitreden. Hier mal dieser Hybris sagt, du bist ein Sozialschmarotzer, Patrick. Ja, also ja. Die einzigen Sozialschmarotzer, die ich kenne, sind Beamten. Die einzigen Sozialschmarotzer, die ich kenne. Wie gesagt, oder die hier hinkommen. Guck dir doch mal sein Profilbild an. Der huldigt den Kreuzrittern, ja, den armen Rittern vom Tempel Salomon. Das ist auch so ein Zionisten-Anhänger, dieser Hybris. Hybris, auch geiler Name. Hoffentlich weißt du auch, was es bedeutet. Ja, kannst nichts drauf geben. Und wie gesagt, ich habe lang genug in dieses Sozialsystem einbezahlt. Ich habe gesehen, was mit diesem Geld gemacht wurde. Und jetzt hole ich mir lediglich mein Geld zurück. Du bist richtig. Und wen das stört, der kann mich an meinem weißen Arsch lecken. Richtig. Du bist nämlich Versicherungsnehmer und nimmst nur deine Versicherung in Anspruch. Und um jemanden daraufhin Sozialschmarotzer zu nennen, ja, ist eine Beleidigung und nichts anderes. Richtig. Ja, du hast Versicherung bezahlt, ja. Und wenn du die dann in Anspruch nimmst, genau wie ein Autounfall. Du bist da kein Sozialschmarotzer. Schmarotzer, wenn deine Versicherung deinen Autounfall bezahlt. Ein Sozialschmarotzer ist jemand, der
etwas nimmt und nie etwas gegeben hat. Ja, denk das sind mal zum Beispiel nach. Die jetzt hier einwandern. Ja, zum Beispiel. Die zum Beispiel. Aber ich hole mir nur mein Geld zurück. Mehr nicht. Und ich glaube, das ist auch eine gute Idee, Patrick. Du siehst das ja. Du könntest nämlich Gefahr laufen, bald nichts mehr zu kriegen, wenn du es nicht jetzt holst. Ja, eben. Wie gesagt, dann hast du dein ganzes Leben da gearbeitet und Steuern bezahlt, nur damit die anderen Sklaven zufrieden sind und die sich, weil wie gesagt, das ist ja schon so krass, ne? Es gibt hier, man darf kein Bodyshaming machen, man darf dies nicht, das nicht, aber auf Arbeitslosen, da darf rumgehackt werden, weil das dann einfach schlechtere Menschen sind, nur weil die nicht arbeiten gehen. Was ist das denn für ein tolerantes, unsoziales Verhalten? Und das noch von Linken, Ja, das du, Patrick, und das Beste ist, du scherst alle über einen Kamm. Weil wie viele Arbeitslose gibt es, die zum Beispiel nicht mehr arbeiten können? Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Dafür haben wir unser Sozialsystem. Deswegen heißt es sozial. Ja, darüber sollte man auch nachdenken, meine Damen und Herren. Nach der Logik würde das ja bedeuten, dass jeder Rentner ebenfalls ein Sozialschmarotzer ist. Weil er sich das in Anspruch nimmt, ja, was er eingezahlt hat. Ja. Was ist das für eine Aussage? Und dann darf man nicht vergessen, 96% der Bezüge, also der Leute, die Bezüge vom Staat kassieren, sind überhaupt keine Deutschen. Kommt noch hinzu. Du Haltestelle, ich bin hier nicht der Host, Mensch. Der Host ist Patrick. Und Patrick entscheidet, wer hier hochkommt. Ja, aber ja, Luca kann nicht hoch, weil Luca so weise und intelligent ist, dass er nicht gecheckt hat, dass man mit 16 Followern nicht live gehen kann. Ja, er kennt noch nicht mal TikTok. Richtig. Ja. So schlau. Nimm mich hoch, nimm mich hoch. Ja, jetzt habe ich dich hochgenommen. Hoffentlich war es lustig für alle. Zum Glück hast du nicht durchgenommen, Jung. Alles gut auch. Hab heute meinen Account geöffnet, wurde gesperrt. Tja, ja, woran liegt das wohl? Willkommen auf TikTok, Bruder. Es wird nicht besser, Luca, es wird nicht besser, Alter. Du reitest dich immer weiter rein, du. Du, mein Papa hat immer gesagt zu mir, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, sollte man am besten gar nichts sagen. Ja, wenigstens ein Profilbild hättest du dir leisten können. Ich meine, komm. Weil TikTok eine scheiß, weil TikTok eine scheiß linke Agenda ist? Hä? Ja, also in dem Punkt muss ich ihm schon recht geben. TikTok ist ja, auf jeden Fall in einigen Bereichen total scheiße. Oder? Aber ich glaube, aber trotzdem habe ich das Gefühl, er meinte rechte Agenda. Linke Agenda finde ich gut. Ja, das Ding ist doch hier linksversifft, auf jeden Fall. Also das ist gar nicht so abwegig. Für Sportler gibt es eine eigene Ecke in der Hölle. Nee, für Spotter. Für Spotter gibt es eine eigene Ecke in der Hölle. Aber droht er uns gerade mit der Hölle? Ja, ja, schon, ja klar. So wie das immer die Gläubigen machen. Der Typ hat Hybris. Die haben ja irgendwas mit einer Hölle und einem Himmel am Hut, von der sie nicht wissen. So, Hybris, ganz ehrlich, bleib bloß immer schön artig. Wenn wir beide uns in der Hölle treffen, Alter, das geht nicht gut aus für dich. Ich hoffe, mal, die hier. Intelligenz wird dich recht leiten. Guck mal, wir haben hier einen mit 26 Frührentner geworden wegen Narkolepsie und jeder von uns weiß, wo Narkolepsie herkommt, nämlich vom Schweinegrippeimpfstoff. Ja, Schore, das tut mir voll leid für dich. Lass dich nicht mehr impfen. Ja, aber genau um diese Menschen geht es. Und der hat das jetzt eben geschrieben, weil er sich angegriffen gefühlt hat von den Leuten, die beispielsweise Arbeitslose in eine ganz spezielle Ecke schieben. Sollte ja, man ist, mal auch ist, drüber nachdenken. Das ist ein Fernsehzombie, der höhnt das Gelaber aus dem Fernsehen nach. Ja. Und da wird Bashing gegen Arbeitslose seit Jahrzehnten betrieben. Ja. Dabei sind die hier nicht das Problem in diesem Land. Die sind hier noch nie das Problem gewesen. Wir haben 100 andere Probleme, aber nicht das. Das ist nicht unser Problem. So stolz, wie ihr euch gebt, landet ihr neben Luzifer. Ich sag dir mal eine Sache, Kollege. Wenn es sowas wie einen Schöpfer gibt, ja, so wie Lambo das ja auch eingangs schon eigentlich dargelegt hat, ja, dann glaube ich nicht, dass ich in die Hölle komme, weil ich
sagst hier einfach nur das, was ich wirklich glaube und was ich wirklich denke, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich versuche damit niemandem zu schaden, dass ihr so sensibelchen seid und euch einfach angegriffen fühlt, wenn man euch mal ein paar Fakten auf den Tisch knallt. Das ist nicht mein Problem. Ja, die haben ja Angst. Die haben ja Angst vor Gott und die haben Angst vor der Hölle. Außerdem, wer war schon mal in der Hölle? Mal ganz ehrlich, jetzt mal ohne Scheiß. Wer war schon mal in der Hölle? Wisst ihr überhaupt, wie das da ist? Vielleicht ist Lucifer ja ein ganz toller Mann, Alter. Das weiß man doch alles gar nicht. Alter, wenn es da immer schön warm und kuschelig ist, Alter, und mal ganz ehrlich, da sind anscheinend auch wilde Typen. Da geht wohl richtig ab. Ja, hör mal, Patrick, du musst mal ein neues Ziel setzen. Setz mal ein neues Ziel. Guten Tag, Leute. Hallo. Ja, Lambo Roy, seid ihr jetzt auch hier am Start, hä? Realer Irrsinn, oh, ja. Wieso am Start? Wir gehören zum Inventar, Mann. Wir sind hier mit. Ja, ich war schon mal beim Lambo im Stream und Roy ist auch immer gerne der mit dem Baba-Mikro, der betont alle. Nee, bei Patrick, dann bist du nicht ausreichend informiert. Patrick hat ein Baba-Mikrofon und zwar um den Kopf und wenn der richtig loslegt, habe ich auch keine Chance mehr. Ja, aber was hast du denn für ein Mike? Dein Mike ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also da geht richtig. Hey, du wirst lachen, Alter. Gar kein Mike. Das ist einfach nur meine Stimme. Ja, also hast du einfach Telefon so ohne Kopfhörer oder so. Ohne irgendwas. Und weißt du was? Dann brüllst du da die Bude zusammen. Das Telefon liegt da noch einen Meter entfernt. Ich wollte schon sagen, aber was hat direkt vor dem Mund oder was? Also was ich mitbekommen habe, ist, wenn der Roy abgeht. Gas geben, ne? Und richtig Ballett macht, dann hörst du mich drei Häuser weiter und ich unterhalte die ganze Straße. Das ist mir scheißegal. Aber ohne Scheiß, hast du kein Mikrofon? Also so ein richtiges, gescheites Mikrofon? Oder ist das wirklich so aus dem Handy? Nein! Ja, Wahnsinn, Alter. Das ist Gott gegeben, Alter. Gott gegeben. Gott hat mir diese Stimme gegeben und ich nutze sie. Werdet in der Hölle schmoren. Oh, jawohl. Bist du sicher? Ja. Wo steht es? Du weißt schon, wo das steht, mein Lieber. Ja, wo steht das denn? Jetzt kommt hier Raffi. Antworte doch einfach. Jetzt sei mal ruhig. Raffi ist drin und sagt euch die Wahrheit. Warum nennst du dich Itachi? Weil er ein kleiner Anime-Fan ist. Ja, ich er weiß. Er kommt mit einem Raffi-Bild hoch. Das ist was hier. Warte mal, was hat er denn jetzt gesagt? Was hat er denn mein jetzt Sohn gesagt? Guckt das. Ja, nichts hat er bis jetzt gesagt. Er hat gesagt, dass wir alle in die Hölle kommen. Ich habe ihn gefragt, wo das steht. Und dann sagt er, du weißt schon, wo das steht. Nee, weiß ja, ich nicht. Wo steht genau, das? Du weißt ganz genau. Ja, wo steht das denn? Wo das steht? Also bist du ja, so sag Sekten, es doch! Da bist du so ein Sektenfanatiker. Du bist so ein Sektenfanatiker, der andere anschreit, dass alle in die Hölle kommen. Ja, richtig? Die Bestellung muss ich leider ablehnen, aber ich weiß ganz genau, was mit euch Ungläubigen passiert. Ach, woher weißt du das? Die Ungläubigen wieder, mein Gott. Wieso bin ich denn ungläubig? Ich hab einen Schöpfer. Was redest du da? Wer ist dein Schöpfer? Den kennst du nicht. Ich hab einen Schöpfer. Ich weiß, dass es einen Erschaffer gibt, der diese Welt erschaffen hat. Ein Schöpfer. Wer? Der will dich nicht kennenlernen, das sagt er dir nicht. Das wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Wir kennen ihn nicht. Die Büchergötter gibt's bei uns nicht. Leute, ihr wisst ganz genau, ihr wisst es einfach. Was denn? Komm, sag's. Du hast Angst, pass auf, du hast Angst vor der Hölle. Komm, sprich die Schahada. Du hast Angst. Sprich sie aus. Du hast Angst vor der Hölle, richtig? Hör mal, du hast Angst vor der Hölle, richtig? Ja. Du hast Angst vor der Hölle? Ja. Ich nee, nicht. Der ist geil auf die 72 Jungfrauen, das hört man doch mit seinem. Ja, du hörst doch, wie jung er ist. Der hat noch nie mal was weggesteckt, Mann. Nee, bis jetzt masturbiert der nur auf Hentai. Der hat wahrscheinlich nur Porn zu Ende geguckt. Der arme Dick. Aber ey, ich red grad mit dem einen Lambo, der hat wenigstens ein bisschen mehr Hirnschmalz als ihr Leute, aber. Komm, red mal zusammen. Hier kommt ich hab noch gar nichts gesagt. Lambo, du stehst Stelle 1. Er hat sich verliebt, glaube ich. Der will anfassen. Ich schwöre dir, Lambo. Red mal zu Ende. Wer ist denn dein Schöpfer? Hat er doch gerade schon dargelegt. Wir kennen ihn nicht. Er hat keinen Namen. Und es gibt keine Büchergötter, weil Gott keine Bücher schreibt. Du glaubst an ein Märchenbuch, Kollege. Aber ich erkläre es dir mal. Guck mal, ich erkläre es dir mal. Ja, ich bin Agnostiker. Ja? Das bedeutet, ich weiß, ja? Und zwar zu 100%, ja? Weil man es nachweisen kann und beweisen kann, dass es eine höhere Macht, ja? Von mir aus, nenne wie du willst, Architekt, Ingenieur, was weiß ich, Schöpfer, ja? Erschaffer, nenn wie du willst. Ja? So, der hat diese Welt erschaffen. Mhm. Punkt. Mehr wissen wir über ihn nicht. Wir wissen nicht, wie er es gemacht hat. Ich weiß auch nicht, ob dieser Erschaffer einer ist oder mehrere. Können wir auch nicht wissen. Es gibt nur einen Schöpfer. Das kann ich dir sagen. Ja, wer ist das denn? Erzähl mal, wer ist der Schöpfer? Nach deiner Lehre, aber das, wie gesagt, das. Warte mal, Lambo, ich will mal wissen, wer sein Schöpfer ist.
Ja, Allah, er hat doch die Schahada schon gesprochen. Er ist nicht nur mein Schöpfer, er ist auch euer Schöpfer. Ja, das kannst du dir gar nicht anmaßen, sowas zu behaupten. Was heißt denn Allah? Was heißt das denn? Er sagt, das ist, wie, was heißt denn Allah? Was heißt Allah? Was heißt das? Hä? Was heißt Islam? Nein, was heißt Islam? Nochmal, was heißt Allah? Was bedeutet das? Wie, was bedeutet das? Das Wort Allah, was bedeutet das? Übersetzt das doch einfach mal ins Deutsche. Was heißt Allah? Gott heißt das. Falsch. Falsch. Warum? Falsch. Kann ich dir erklären. Weil du kennst deine Sprache. Du kennst Arabisch anscheinend nicht. Ne? La heißt Gott. Pass auf, hör zu. Ich erkläre es dir doch. La heißt Gott. La. Allah heißt nicht Gott. Allah ist ein göttlicher Artikel. Al. Genau wie Al-Aqsa. Ja, das ist ein göttlicher Artikel. Al. Wir nennen unser Gott Allah, deswegen ist Allah Gott ganz einfach. Also ich muss jetzt nicht... Ihr macht halt immer, was ihr wollt. Ja, aber was heißt richtig, Islam? Pass auf, nee, aber es ist doch richtig, was ich sage, dass La Gott heißt. La heißt übersetzt recht. Gott. Ja, also, das wollte ich nur klarstellen, okay. Was heißt Islam? Oh, sei mal ruhig, du Glatzkopf, Digga. Was heißt Islam? Ich schwöre dir, du hast nicht mal einen Haufen Kopf, Digga. Was heißt Islam? Wen interessiert denn jetzt dem seine Frisur, Junge? Du kommst hier mit einem Ruffy-Profilbild rein, du kleines Kind. Digga. Ich kann auch mein Profilbild ändern, Mann. Aber was heißt Islam? Was ist hier los? Er mit seinem Baba-Mikro. Ja! Raffi, was heißt Islam? Ich heiße dich Raffi. Also warte mal ganz kurz, warte doch mal ganz kurz. Du fühlst dich doch angesprochen. Er antwortet nicht, merkst du es nicht? Das will ich ja. Digga, Islam heißt die Welt des Islams, ganz locker, easy. Nein, Islam heißt Unterwerfung gegenüber Gott. Was Islam bist du, Digga? Alter, du hast keine Ahnung von deiner eigenen Religion. Das ist beschämend. Ich hoffe, dein Imam oder deine Eltern hören nicht, was du hier abziehst. Mal ruhig, du Glatzkopf, Digga. Ich hab doch gesagt. Ich bin kein Glatzkopf. Ich hab Haare, Bruder. Aber müssen ja nicht beleidigt werden. Was bist du denn für ein Hetzer, Alter? Glatze hier, Glatze da. Was ist denn mit dir, Alter? Das ist ein Fetisch. Das ist mein Fetisch. Ich stehe auf Glatzköpfe. Der hat recht. Ja, aber du sagst, aber sag mal ganz ehrlich, aber ich will dich mal was anderes fragen, Itachi. Du sagst doch bestimmt, dass Mohammed der beste Mensch der Welt war, ne? Wie bitte? Du sagst doch bestimmt, dass Mohammed der beste Mensch der Welt war. Der Beste, der Beste. Der Ehrenbruder, ja, genau. Ja, also hast du auch vor, wenn du 50 Jahre alt bist, eine 6-Jährige zu heiraten? Eine 6-Jährige, ja. Mhm. Ja, Aisha war 6 Jahre alt, als sie geheiratet wurde. Ey, was labert der Glatzkopf schon wieder? Ich hab Haare, du Monk! Mikro aus, ich bin das nicht! Ach so, das ist der Patrick, Digga. Ey, Patrick, diese Illuminati-Zeichen soll bei dir rein. Ich kann nicht mehr. Digga, kannst du jetzt bitte mal antworten auf die Frage, willst du als 50-Jähriger auch eine 6-Jährige heiraten? Ganz nach Vorbild des Propheten. Ich würde das auf jeden Fall nicht tun, nein. Ja, aber es ist okay, wenn dein Prophet das gemacht hat. Der Bre darf alles. Ah, der Bre darf alles. Ja. Ihr habt's gehört, Leute. Der Bre darf alles. Das kannst du dir nicht mal aus. Deine muslimischen Brüder gerade richtig peinlich, Alter. Ohne Mist, deine Eltern schämen sich gerade für dich. Und zwar in Grund und Bogen. Was willst du denn? Das war doch eine knallharte Aussage. Sie war 6 Jahre alt, als sie verheiratet wurde und der Geschlechtsakt wurde mit 9 durchgezogen. Da sind sich alle 4 großen Islamschulen sicher. Scheiße und labern irgendeine Kacke, Digga. Ja. Nee, du kannst es nur nicht wahrhaben. Frag ihn mal, welche die großen 4 Islamschulen sind. Ach, das weißt du doch gar nicht. Ey, Mann, mit Google weiß man alles, Leute. Ja? Ist aber besser, wenn es in deinem Kopf ist. Ach, du Glatzkopf, sei ruhig. Ich hab Haare, du Idiot! Wer sagt denn das eigentlich die ganze Zeit mit dem Glatzkopf? Digga, deine Mutter hat eine Glatze. Ey, geh nicht auf meine Mutter, du Hundekind. Geh nicht auf meine Mom, Digga, sonst ich brette. Ja, ey, Alter, guck mal, da ja, komm. Weißt du was? Der Prophet selbst geht auf deine Mama. Das ist schon das Problem. Weißt du eigentlich, was deiner Mama blüht, wenn sie da mal einen Fehltritt macht? Hast du da einen Plan von? Du wirst in der Hölle schmoren. Du wirst in der Hölle schmoren. Du lebst hier. Was fickst du? Niemanden fickst du. Du bist eine kleine Jungfrau, die hier einen TikTok auf dicke Eier macht. Ey, du kleiner Spitzkopf, Digga.
Sei mal ruhig. Digga, wenn du Sex hast, Alter, maximal, dann hältst du dich am Scout-Rucksack fest, weißt du? Der arme Digga, ey. Ihr werdet alle in der Hölle schmoren. Du wirst in der Hölle schmoren, du, für deine Frechheiten, du kleiner Feigling. Meine Mutter gegangen. Ruffy soll bei dir rein, Digga. Ich hab nur gesagt, Digga, dass deine Mutter eine Glatze hat. Digga, als Maul, Digga, du hast gesagt, deine Mutter hat eine Glatze. Panzer, ja. Digga, weißt du, was ich meine? Ich hab gesagt, dass sie eine Glatze hat, mehr hab ich gar nicht gesagt. Ich hoffe, du wirst gesperrt, du hässliches Kind. Hoffentlich wirst du gesperrt für deine Aussagen. Ja, dir passt das nicht, dass ich die Wahrheit über deinen Propheten erzähle, das ist mir schon klar. Hey Leute, kommt schon. Hier geht's nicht um Mutter oder Glatze oder welche wen fickt. Das ist jetzt noch nicht Thema. Lass uns doch sachlich über Religion diskutieren. Alter, das ist ein Kind, der ist nicht mal 20 Jahre alt. Der hat im Leben noch nie was erlebt. Oh, ich bin 22. Du lebst doch bestimmt noch daheim und lässt dir deine Unterwäsche von deiner Mutter falten. Arme Olle. Alter. Wo bin ich hier geraten? Digga, hast du in deinem Leben schon mal selbstständig alleine gelebt? Ey, Patrick, ich glaube in echt würdest du niemals so reden. In echt würdest du nicht mal das Maul aufmachen, wenn du vor mir stehst. Gott, du weißt gar nicht, was ich mit dir mache. Nur, ja, mit deinen ganzen Brüdern vielleicht, aber alleine hat doch keiner von euch was auf dem Kasten. Digga, ihr könnt doch sowieso nur in der Gruppe irgendwas stark machen. Ja, ja. Ich kann alleine meinen Scheiß regeln. Ich kann alleine kommen. Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt verwirrt. Ich dachte, der Ruffy kommt jetzt zum Aufklären. Stattdessen beeft er sich hier mit Patrick. Das ist ja, das ist ein 22-jähriger kleiner Pisser, der keine Ahnung von gar nichts hat, Alter. Ganz einfach. Ja, was wolltest du? Ich wollte hier reinkommen und auch ganz locker entspannt euch sagen, dass ihr in der Hölle schmoren werdet. Ja, genau. Und ich sag dir ganz locker, dass du dich ficken kannst. Guck mal, wie seht ihr das? Ach, das ist der Patrick, der Spitzkopf Larry, Digga. Ja, wie gesagt, guck dir mal an, wie viele Leute dir folgen und wie viele... Ah, 18.000 Leute folgen dem, das ist ja geil. Merkst du was? Das ist ja geil. Patrick, geh mal auf sein Profil, geh mal auf sein Profil. Was steht denn da? Patrick, geh mal auf sein Profil. Nein, du bist jetzt... Du bist jetzt im Genjutsu gefangen und er macht MMA. Wurde ich eben von dir beleidigt? Das ist wie Kino, nur dass ich nicht gezahlt habe und kein Popcorn habe. Ja, dann schick mal Geschenke, bezahl. Digga, ich hab doch kein Geld, Mann. Ich bin doch ein armer Schlucker, ich hab doch gar kein Geld, Mann. Ach, unser kleiner 22-Jähriger. Das ist immer das Gleiche mit denen. Keine Lebenserfahrung, nix im Leben gerissen. Ja, so ist es. So habt ihr euch jetzt beruhigt, Jungs. Ah ja. Gut. Also können wir jetzt wieder sachlich diskutieren. Ich hab mich nicht mal aufgeregt. Ich hab mich noch nicht mal aufgeregt, wie gesagt. Wir lachen nur gerade über Raffi. Gum Gum Kanone. Ja, ja. Gum Gum Doppeldödel. Alter. Der ist witzig, der Typ. Ich weiß. Alter. Ja, ich muss dich jetzt einmal rauswerfen. Ja, ich muss den jetzt einmal rauswerfen. Ich schick dir aber noch meine Einladung, weil du bist schon ein witziger Trottel. Da kann man ruhig noch eine Runde Fahrrad drauf fahren, ey. Komm schon, Abi, komm. Komm, zeig uns mehr von deinem Unwissen. Ich wollte dir doch nur ganz geschmeidig sagen, dass ihr alle in der Hölle geworden werdet. Ja, genau. Übrigens war das ein freundlicher Beitrag ihrer friedlichen Islamreligion. Sie werden alle in der Hölle schmoren. Vor allem gleich zur Begrüßung. Ja, das wird sehr oft gesagt, sowas, ja. Sowas wird sehr, sehr oft nach außen transportiert. Ey, Lambo, ich hab gestern, ohne Scheiß, Alter, ich hab gestern aus einem ganz normalen Unterhaltung wirklich nichts Dickes vorgefallen. Ich auf einmal zu hören, nachdem ich eine Frage gestellt habe, Allah wird dich vernichten. Ohne Scheiß, ich habe nur eine Frage gestellt. Ja, und nachdem, was passiert, nachdem er dich vernichtet hat? Dann schmorst du in der Hölle. Alhamdulillah. Oh nee, Alter. Das kannst du dir alles nicht ausdenken, ohne Scheiße.
Ja, ich habe ihm Einladung geschickt, er nimmt nicht an. Kann ich nichts machen. Aber die Jüdin war auch gut, die heute hier war, die Jüdin. Die war aber ganz ehrlich, die war doch einfach nur unwissend. Da kann man wirklich, sagen, nein, die weiß einfach nicht. Die hatte sich ja ihr eigenes Judentum zusammengebaut. und als sie dann gemerkt hat, dass sie in der Sackgasse ist, dann war sie plötzlich nur noch praktisch nur noch so Jüdin, aber nicht gläubige Jüdin. Guck mal hier, Itachi schreibt, nimm an. Du hast doch eine Anfrage gekriegt, Itachi. Ja, hab ich. Die Anfrage ist raus. Einladen. Musst du einmal raus, einmal reingehen, komplett, dann kommst du nochmal. Ja, ich will ja annehmen. Ich drück ja die ganze Zeit drauf, Heil. Du musst einmal raus und einmal rein. Nimm mich mal bitte an. So ein unfreundlicher, primitiver Befehlsform kommt nie gut an. Stimmt, Boba, da hast du recht. Er hat nur für rumzuschreiben, Leute. Du, ich schreie in meinem Chat, wie es mir passt. Wenn es dir nicht passt, verpisst du dich. Es ist mir scheißegal, was du denkst, was du willst. Du bist ein kleiner Scheißer. Ich hab schon alleine gewohnt, Alter. Ich hab schon... Ja, ich hab schon alleine gewohnt, Alter. Da warst du noch im Sack. Ja, wie gesagt, du warst noch im Sack, als ich schon alleine gelebt habe. Du wohnst immer noch zu Hause. Du warst noch im Sack, Junge. Du bist ein 22-jähriges Kind. Geh doch mal näher ans Mikro, da kann man dich besser hören. Du bist so leise. Wer, ich? Ja. Ah, okay, Leute, tut mir leid. Aber auf jeden Fall, Patrick, zieh mal die Kopfhörer aus. Nein, mach ich nicht. Du hast mir überhaupt nichts zu befehlen. Du bist ein 22-jähriger Spinner. Mach deiner Schwester oder deiner Mutter irgendwelche Islamvorhaltungen. Ja, Hundesohn. Ja, sag denen, dass die für dich putzen sollen. Du kleiner Pascha. Pass auf, ist mir scheißegal. Heul doch. Guck mal, du Kind, der sagt schon. Ich bring dich um. Sagt er. Was ist denn mit dir, Itachi? In real life hättest du dir schon längst in die Hose geschissen, Alter. Guck mal, ey Leute, ist das jetzt normal, dass er jetzt so redet und beleidigt? Ist das normal? Ja? Das ist, ich weiß nicht, wir sind auf TikTok, ich glaube schon. Wie man ins Bonusloch reinspritzt, so sprudelt es auch raus. Und da du dich hier reinkommst und sagst, wir werden alle in der Hölle schmoren, dann ist ja der Ruf ruiniert, dann ist doch eh alles egal. Dann kann ich dich auch beleidigen bis aufs Letzte. Laut meiner Religion ist das so. Go fuck yourself, bitch. Go fuck yourself. Nee, ich will mit dir gar nicht mehr reden. Du hast gesagt, wir werden alle in der Hölle enden. Damit hast du alles gesagt, was relevant ist. Bitte Respekt, bitte. Ja. Nein, ich habe keinen Respekt vor dir. Das hast du gar nicht verdient, Klatschmock. Quatsch, seine Familie verraten hat. Ist aber auch sein Ziel, der bildet sich bei Fortnite. Aber ich muss aber wirklich zugeben, dass es nicht respektvoll ist, reinzukommen und zu sagen, ihr werdet alle in der Hölle schmoren. Also auch nicht viel mit Respekt. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe das gesagt, weil ich erstmal, ich war hier ein bisschen drin, ich habe euch zugehört. Weil du ein kleiner Spasti bist, hast du das gesagt. Und deswegen bin ich. Weil du ein kleiner Spasti bist, hast du das gesagt. Deswegen hast du das gesagt, weil du ein Spasti bist. Itachi Abi, du hast ihn gebrochen. Das habe ich schon lange gebrochen mit dem Essen. Okay. Gebrochen. Kann man denn wieder. Dann kommt mal wieder auf ein Niveau zurück. Du bist ja jetzt für den Islam und so. Du hast ja deinen Glauben, ne? Ich möchte ja auch mal gerne was wissen. Ne? Und zwar, das habe ich jetzt ja schon. Google weiter und dann, okay, erzähl. Nein, nicht googeln. Ich will ja was wissen. Verstehst du, was ich meine? Für einen wahren Glauben braucht man auch ja wahrhaftige Überzeugung. Das heißt, man muss von dem allem ja auch wirklich überzeugt sein. Und wenn da offene Fragen sind, ne, kann man ja keine... Warum stell deine Frage? Ja, meine Frage ist zum Beispiel, warum hat Gott Wasser benutzt für die Flut und warum hat er nicht mit dem Finger geschnippt oder mit den Augen oder aus dem Gedanken gemacht und alle Menschen aufgelöst, die schuldig sind? Ey, was stellst du für Fragen? Ja, aber das frage ich mich. Warum hat er das Werkzeug? Warum hat er nicht seinen Finger benutzt? Ja, genau. Warum hat er nicht einfach geschnipst, als sich einen großen Plan zu machen, irgendwie Wasser zu schicken, Wasser als Werkzeug zu benutzen, ja? Und dann hier tagelang alles volllaufen zu lassen? Warum hat er das nicht in Echtzeit, in einer Sekunde, mit seinem Gedanken geklärt und alle Sünder von dieser Welt bereinigt und das Thema wäre gut gewesen? Und damit ist er diesen Film mit dem Handschuh. Wenn ich nicht beantworten kann. Okay, kannst du nicht beantworten. Was Gott macht, du kannst okay. Nicht hinterfragen. Ja, pass auf. Ja, doch, man muss ja, aber da entstehen ja Fragen. Wie zum Beispiel die Frage, warum hat er Unschuldige getötet, ermordet? Warum? Wie hat er denn, beschreib mal Unschuldige ermordet. Ja, Babys, Kinder. Womit? Mit der Wasser. Flut. Mit der Sintflut. Welche Flut? Wo war diese Flut? Die Sintflut. Die steht auch in der Bibel. Arche Noah. Genau, Arche Noah. Mit der Sintflut.
diese Leute, Flut. Leute, jeder sein Schicksal wurde bestimmt. Oh Gott, ist der herrlich, Alter. Babys, die gestorben sind, die haben alle die höchste Stufe des Paradieses bekommen. Sag ich euch ehrlich. Okay, sind also aber haben diese, auf, haben aber diese, Moment, warte. Haben diese Babys auch diese 72 Jungfrauen gekriegt? Im Paradies bist du 33 Jahre alt. Ah, ganz genau. Ah, okay. Okay, jetzt cool. Bin ich raus. Jetzt weiß ich schon, was ich fragen wollte, Mann. Im Paradies. Aber gut, pass auf. Du sagst ja. Will man ins Paradies den 72 Jahren, wo man auf Erden nichts abkriegt? Oder wie läuft das da so bei euch? Also ist das Moment, man muss sich das mal vorstellen. Das Baby stirbt und dann wacht es im Paradies auf und ist 33 Jahre alt. Bam! Genau. Was ist das für ein Schuss? Der weiß doch gar nicht, wozu der Pipi-Mann da ist, Mensch. Das ist ein Wunder. Genau gesagt. Ja, das ist das Wunder. Jetzt ist meine Frage, aber du hast ja gesagt, wenn die Babys ja gestorben sind. Aber wenn sie ja gestorben sind, dann sind sie ja ermordet worden, oder nicht? Du hast doch gesagt, die sind durch eine Umweltkatastrophe gestorben, oder? Nee, es war keine Umwelt. Die Gott geschickt hat. Gott hat das gemacht. Ja, Gott hat seinen Plan, Gott erschafft und nimmt, weißt du? Wenn ja, also wenn, hat man sie ermordet. Du beendest diesen Stream, du stirbst, weil er das wollte. Ja, er aber also hat er sie ermordet. Jetzt doch wieder. Ja, meine Frage war doch... Sag mal, wie kriegt eigentlich nur ihr Jungfrauen? Jetzt mal ohne Scheiß, Alter, was stimmt bei euch nicht? Wo sollen die ganzen Weiber herkommen? Kind, ey, Patrick, Digga, Ruffy soll bei dir rein. Was? Also ich das war doch aber jetzt ich und ich was Patrick, jetzt habe ich Platz nee, warte mal, Roy. Was meinst du mit Ruffy soll bei dir rein? Erklär ja, das mal. Der soll bei dir rein einfach. Wo rein? Ja, du weißt so ein Butler oder was? Nein, ich weiß nicht, was du sagst. Du laberst dann, wie ein kleines, dummes Kind. Du bist halt ein 22-jähriger kleiner ein Nerd. Ein 22-jähriger, der MMA macht und deine... Oh, MMA! Hat dein Kampfsportlehrer dir beigebracht... Wartet mal. Hat dein Kampfsportlehrer dir beigebracht, anderen Leuten mit deinem Kampfsport zu drohen? Nein, aber solche... Nein. Das kannst du ja versuchen. Du hast keine Zähne mehr. Kannst du ja versuchen. Ich schau dir deine Zähne an. Guck mal, der will dir die Zähne rausklopfen, Patrick. Habt ihr das gehört? Hier ist eine Androhung einer Straftat. Eine Androhung der Straftat. Und ja. Aber das ist als religiöser Mensch aber nicht gerade fromm. Richtig. Das ist die friedliche Religion des Islams. Das hört man doch gerade raus. Kamis, ich küsse dein Herz. Also Itachi hat gerade mit seinem 18.000 Follower gekauft, jemand anderen eine Straftat Lambo, angedroht. Das verstößt gegen die Community-Richtlinie. Er will mir die Zähne rausschlagen. Nein, aber guck mal, wo du reingekommen bist, hast gesagt, die kommen ja alle in die Hölle. Ne? Damit urteilst du ja nicht. Und dein Account kommt jetzt in die Hölle. Pass auf, aber damit hast du ja nicht das Recht zu urteilen. Dann weißt du ja, wer urteilt. Und wieso willst du jetzt verurteilen? Ich bin zu 99% sicher, dass ihr nicht an dem Islam glaubt. Islam nee. Und ist ja auch Schwachsinn. Der lustig macht. Deswegen ja, habe ich auch Aussage, das Recht zu. Deine Aussage hast du recht, Lambo, aber ich vermute es, ich habe es mich falsch ausgedrückt, aber ich vermute, dass ihr alle in der Hölle schmoren werdet. Mhm. Ja, das ist aber wie gesagt, du hast hier gerade Schläge angedroht mit deiner Religion des Friedens. Sei mal ruhig, Mann. Ich hab dir willst du rausfliegen? Willst du rausfliegen? Ich selber hab dir gedroht. Ja, genau, weil ich deine Religion angegriffen habe. Dann wirst du sehen einfach, ganz einfach. Ich habe deine Eltern nicht beleidigt. Ich also gesagt, der Lambo hat ganz normal gefragt wegen der Sintflut. Und du bist ja, nicht drauf Lambo eingegangen. Ist der Beste. Genau. Ich küsse Lambo sein Herz, Digga. Ja. Und ich habe auch nichts wegen dem Islam gesagt. Also ich habe nichts gegen Muslime. Ja, ich weiß, ihr seid doch alle sachlich geblieben. Nur dieser Patrick tut sich mit dir ein bisschen aufspielen. Was ist das? Du stellst dich gerade hier hin und sagst, ich mach MMA. Wer spielt sich denn hier auf, du kleiner Flachwichser? Du willst die Zähne auskloppen, hast du gesagt. Du kleiner Flachwichser, Junge. Ja, guck mal, ey, du Flachwichser, hör mal auf. Ja, hör mal. Hör auf zu beleidigen, sonst hast du wirklich keine Zähne mehr. Ja, dann komm, komm. Der hat Angst. Ja, dann komm. Du hast Angst. Komm, Bolzplatz, 14 Uhr. Komm, Bolzplatz, ohne treten, Digga. Weißt du, was ich meine? Digga, was ist denn mit dir? Kleiner Patrick, Digga. Wie gesagt, du solltest auf jeden Fall deinem Trainer davon erzählen, weil, wie gesagt, ich mache schon seit Jahren Muay Thai. Das wird auf jeden Fall lustig. Ja, dann ist es doch viel geiler. Ja, das wird dann auf jeden Fall lustig, aber mein Trainer ist anscheinend kein asozialer Penner, der seinen Schülern keinen Respekt beibringt.
Richtig, der den beibringt. Doch, dein Trainer, wenn der dir sowas beibringt, dass du das deinen Kampfsport ausnutzen sollst, um anderen Leuten zu drohen. Natürlich, ich schlag dir die Zähne aus, hast du gesagt, du kleiner Fisch. Du Fischjunge, du hast gesagt, du schlägst mir die Zähne mit deinem MMA aus. Wenn das dein Trainer hört, bist du raus aus dem Gym. Wenn dein Trainer nicht ein asozialer Penner ist. Ach, Patrick, Martin. Ja, du weißt, dass ich recht hab. Du darfst als Kampfsportler nicht mit anderen Leuten mit deinem Kampfsport drohen. Du wolltest Patrick bestimmt irgendwann mal kämpfen gehen, aber glaub mir, ich finde deinen scheiß Namen raus und ich finde dein Gym raus. Ja, und dann finde ich dein Gym raus und dann rufe ich deinen Trainer an und dann werde ich dem das hier schicken. Und dann warst du lang genug beim MMA, du kleiner Schwanz. Guck jetzt, Patrick. Guck mal, du hast jetzt die ganze Zeit Sei ruhig. Komm, wie Alter, sei ruhig. Wie alt bist du eigentlich? Sei einfach ruhig. Du hast alles gehört, was du zu hören hast. Und jetzt setzt du dich hin und hältst die Fresse, wie das sich gehört für ein kleines, dummes Kind. Ey, Itachi soll bei dir rein. Ja, du darfst jetzt unten im Gastraum Platz nehmen. Auf Wiedersehen, du kleiner Fisch. Alter, ich glaube es nicht. Der hat jetzt mal alles gehört, was er hören musste. Jetzt wird Raffi, jetzt gesagt, der Hurensohn. Ich hab mich eben auf dein Profil umgeguckt, Alter. Ohne Scheiß, Alter, du bist eine Wurst. Alter, was wiegst du? 70 Kilo? Ohne Scheiß, Alter, dich nehme ich quer. Das ist ja gar nichts. Was ist denn los mit dir? Ach so, Fliegengewichts-MMA. Ja, aber so richtig, Alter. Ich würde sagen, so erste Klasse, so gerade so reingekommen. Vielleicht darf er also schon die Halle putzen. Wie gesagt, Itachi, ich finde raus, wo du trainierst. Ich werde deinen Trainer das hier schicken. Und dann hast du die längste Zeit MMA gemacht. Weil, wie gesagt, alle Kampfsportler wissen, dass man nicht damit zu drohen hat. Punkt aus Ende. Patrick, das Einzige, was der kämpft, ne, das ist Fortnite auf der PlayStation. Das ist das Einzige, was der macht. Also ich will dazu nur eines sagen. Wenn du dir viel anguckst, Alter, das ist eine richtige Wurst. Das ist eine richtige Wurst. Einfach nur sachlich diskutieren und. Also ich will dazu nur eines sagen, Friede sei mit euch. Genau. Itachi, du hast Haram gemacht. Richtig, du hast Haram gemacht, Itachi. Nee, du, ich nehme dich auch nicht mehr hoch. Ich habe dich jetzt oft genug hochgenommen, Digga. Die Leute haben dich schon ausgelacht. Verstehst du das denn nicht? Du bist ein kleiner 22-jähriger Fisch, der noch zu Hause wohnt und der hier mit Kampfsport anderen Leuten droht, in die Zähne aushauen zu wollen. Du solltest dringend mal deine ganze Existenz überdenken. Ganz klar. Also das ist auf jeden Fall nicht richtig. Also das weiß ich auch von meinem Sifu. Also grundsätzlich, das darfst du nicht. Das ist nicht die Lehre, die übermittelt wird. Und also das ist auf jeden Fall ganz, ganz streng nicht erlaubt. Auf jeden Fall. Also das ist nicht richtig. Das stimmt schon. Das darfst du noch nicht mal beim ganz einfachen Boxen. Selbst da darfst du das nicht. Nein. Du bist sofort raus. Glaube mir, ich finde raus, wie der heißt. Ich sorge dafür, dass der niemals im ganzen Leben an einem echten Turnier teilnehmen darf. Guck dich auf dein Profil um, der ist so doof, Alter, der gibt so viele von sich preis, das ist der Wahnsinn. Naja, ich check das später schon ab, braucht er sich keine Gedanken machen. Das ist mir persönlich ein Anliegen, weil Kampfsportler haben eine gewisse Verantwortung, weil sie aus ihrem Körper eine Waffe machen. Und dann darf man nicht einfach nur mit Schlägen drohen. Weißt du, das Ganze geht immer einher mit einer Gelassenheit. Und nur weil man beleidigt wird, ist das noch lang kein Grund, anderen Leuten zu drohen, ihnen die Fresse einzuschlagen, die Zähne rauszuprügeln oder sonst was. Und jeder Sifu, Coach oder was weiß ich, Sensei... Trainer, der so etwas lehrt, der gehört aus dem Verkehr gezogen. Dabei weiß auch jeder Kampfsportler, dass der größte Kampf, den du jemals führen kannst, ist, wenn du ihn nicht kämpfen musstest. Ja, also wenn du jeden Kampf der vermeiden kannst. Der Kampf mit dir selbst. Ja, dass du jeden Kampf auch vermeiden kannst. Ja, dass du, wie gesagt, nicht provozierst und deinen Kampfsport missbrauchst. Ja, das ist Grundsatz, ganz normal, normalerweise. Ne, und ich sag mal so, Sifus, Meisters oder sonst was, die sowas sehen und spüren, bilden auch nicht weiter aus normalerweise. Wenn sie sowas merken, dass das der falsche Schüler ist, dann wird das unterbunden. Genau. Bei uns, also ich bin nochmal raus. Also bei ich bedanke mich für den Lacher. Ja. Ja, Lambo, man sieht sich vielleicht nachher im Stream, also auf Wiedersehen. Dr. Lambo, weiß ja Bescheid, wie immer. Ciao. Ich brauche nachher dringend eine Sitzung. Immer wieder gerne. Ne, die kostet heute extra. Gruppentherapie, kein Problem. Okay, danke. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao. Also, wie gesagt, bei uns im Muay Thai Gym läuft das so. Wenn du irgendwie nur eine Straftat begehst, androhst, was auch immer, dann ist unser Coach dazu veranlasst, den Vertrag zu kündigen. Das ist Vertragsbestandteil. Weil das fällt ja auch auf sein Gym zurück.
Ja? Dann heißt das nämlich auf einmal, ah, der bildet da Verbrecher aus. Ja? So läuft das nämlich. Wir haben jetzt einen neuen Mann hier drin, genau. Ne? Nordmann. Ne? Nordmann, grüß dich. Ich will nicht dazwischen quatschen. Grüßt euch. Moin. Hallo. Hallo. Dreht doch nicht immer ganz so durch. Das sind doch alles bloß Schwachsalber etc., die euch foppen wollen. Ich gucke mir mehrere Chats an, da ist das nur, die euch locken wollen etc. Aber hier dreht doch gar keine durch, Mann. Wir haben Spaß. Ach so, ihr habt Spaß. Ich kenne die auch von mehreren Streams. Ja, Roy, ich kenne die auch schon von mehreren Streams. Ja, ist Spaß. Naja, manchmal ist es da Spaß, aber zu Ende, weißt du? Ach, drauf geschissen, alter Mann. Das macht Spaß. Ja, der Spaß ist zu Ende, sobald man anderen Menschen mit körperlicher Gewalt droht. Ja, ist richtig. Roy. Ist richtig. Das war Patrick. Wieso verwechseln die uns immer ständig? Genau, ja. Wenn ich bei Lambo bin, Alter. Dann bin ich ständig Lambo. Wieso? Es gibt Lambo nur einen Dr. Lambo. Es gibt nur einen Roy, Alter. Meine Herren. Ja, ja. Nee, alles gut. Nee, es ist eigentlich auch nur Foppen und etc., was hier abläuft. Ihr habt jetzt einen anderen Part jetzt drauf, was ich jetzt mit Kampfzeug gehört habe. Ist ja was anderes jetzt. Aber ich sag nur eins, wir müssen nur zusammenhalten, ganz einfach. Oh mein Gott, hast du den Spruch von Facebook? Nee, I'm sorry, aber dieses wir müssen alle zusammenhalten, das ist doch ein Witz. Du siehst doch, was hier abläuft. Das ist ein echt schöner Gedanke, ich würde ihn auch gern teilen, aber der ist so fernab der Realität, oh my God. Wer mich gerade ausgelacht hat, ist schlecht jetzt, gerade. Ganz schlecht. Was? Wer mich gerade ausgelacht hat. Wer hat dich denn ausgelacht? Da hat einer gelacht. Ja, Roy, hast du wieder gelacht, Roy? Tut mir leid, mit sowas kann ich auch nicht so richtig dann reden. Also ich bin schon so ein Typ, der sowas macht, dass etwas verändert wird, ganz einfach. Also wer sich liebt, nicht pusten, wer sich liebt, nicht pusten. Was sich liebt, das neckt sich auch mal, ne? Kennst das ja. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann bin ich raus. Ganz einfach. Ich habe dann keinen Bock mehr, dann mir irgendwelche Scheiß anzuhören. Du hast doch jetzt nur gesagt, wir sollen alle zusammenhalten. Und ich habe zu dir gesagt, dass das fernab jeder Realität ist. Mehr habe ich nicht gesagt. Ja, habe ich ja verstanden. Ja, und wo ist jetzt dein Problem? Das ist nicht mein Problem. Du hast ja recht, dass es jemals von der Realität ist. Ja, eben. Nach dem aktuellen Stand zumindest, daran arbeiten wir. Wir möchten ja gerne den Frieden, den Zusammenhalt, ja, das Miteinander, ja, und das vor allem, dass die Menschen sich informieren. Und damit sie auch wissen, warum sie eben den Frieden wahren müssen, warum sie zusammenhalten müssen, warum sie miteinander machen müssen und nicht gegeneinander. Und die da oben freuen sich. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Aus diesem Spiel müssen wir raus. Ja, 81 ist richtig, oder was hier steht, ja. Ja, und wie gesagt, wir müssen halt auch unbedingt solchen Leuten, die jetzt gerade hier drin waren und die dann einfach denken, dass sie hier ihrem Glauben dann einfach auch mit Gewalt durchsetzen können, dem muss man einen Riegel vorschieben. Alles gut. Ich bin kein großer Sprecher hier vom Chat, sagen wir so. Ich unterhalte mich eigentlich lieber mit Leuten, die ich in von Auge ins Auge zu gucken kann. Ja, okay. Weil ich kein guter Redner hier so in so einem Chat bin. Ich versuche zwar meine Gedanken rüberzubringen, was mich empfindet, beziehungsweise was mich stört. Aber ja, das ist halt so. Jetzt ist stumm. Ja, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Man könnte ja mich mal eine Frage stellen, wie sehe ich das oder etc. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, Alter, ja, ist klar.
Ja, ich weiß nicht, das hat jetzt so einen richtigen Cut in das ganze Gespräch reingebracht. Ich weiß nicht, Alter. Keine Ahnung. Roy, frag mal irgendwas, was weiß ich. Richtigen Cut reingebracht, natürlich. Ich hau einen richtigen Cut rein. Ja, wie gesagt, die im Chat fragen auch, was willst du ursprünglich sagen? Ich meine, du hast ja eine Anfrage gestellt aus einem bestimmten Grund. Ja, ihr habt euch ja mit dem Zeug mit Sport etc. unterhalten. Mhm. Natürlich, das will ich einen Cut machen, nicht, dass mich das nicht interessiert. Interessiert mich schon, weil ich auch früher mal Jude gemacht habe, etc. Aber ihr müsst das jetzt mal, weiß ich nicht, anders nochmal klarstellen. Wo geht die Entwicklung jetzt hin, sagen wir mal so? In was? In Deutschland. In Deutschland, die Entwicklung hin. Also ich befasse mich von vorne bis hinten. Ich meine, ich habe nicht mehr alles im Kopf, was ich alles schon gesehen und gehört habe. Ich bin geschichtsträchtig von vorne bis hinten. Aber mein Kopf ist sowas von voll. Da könnte ich manchmal auf jede Antwort gar nicht mal eine Antwort geben. Patrick, hörst du mich? Frage. Ja. Aber kannst du mir denn übersetzen, was er jetzt eigentlich möchte? Sollen wir jetzt aufhören, darüber zu reden oder was? Nee, ich verstehe gar nichts. Ich auch nicht, Mann. Du nimmst, also entschuldige bitte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was du gerade machst, ist die Luft aus dem Gespräch nehmen. Ja, aber die Frage war ja jetzt, wohin soll das alles führen hier in Deutschland oder so, soweit ich verstanden habe. Das war ja jetzt die Frage. Und die diskutieren wir ja schon seit 20 Jahren. Wir wissen ja ganz genau, ja, dass es eine sogenannte Gruppierung gibt, ja, die sich NWO nennt, ja, die hier die Fäden global zieht. Ja, und die Probleme, die wir hier in Deutschland haben, die haben ja auch viele, viele andere Länder. Und wohin soll das alles führen, wissen wir. Auf 500 Millionen Menschen soll die Weltheit dezimiert werden, so steht es geschrieben in den Georgia Guidestones, in unseren in Stein geschriebenes Testament. In 8 Sprachen plus 4 Zusatzsprachen. Dort steht es so geschrieben, ein Weltstaat, eine Weltreligion, nur noch 500 Millionen Menschen. Ja, wohin führt das wohl alles? Wahrscheinlich in den, wo wir gerade sind. Alle Lebensmittel werden vergiftet, deine Luft wird mit Chemtrails vergiftet, deine Klamotten sind vergiftet, deine Möbel sind vergiftet, dein Auto ist vergiftet. Kurz gesagt, alles ist vergiftet. Pass auf, alles ist vergiftet. Da macht man den Dritten Weltkrieg zum Beispiel, den zaubert man sich schon seit mehr als 15 Jahren zusammen. Ja, und das alles läuft recht gut, muss ich sagen. Ja, richtig. Darauf läuft das alles hinaus. In die totale Zerstörung der Menschheit, Weltbevölkerungsreduktion und Transhumanismus letztendlich. Darauf läuft es hinaus, um deine Frage zu beantworten. Es sei denn, wir erheben uns. Ja, das weiß ich doch alles. Also Lambo, so wie du das Ganze jetzt in einer Minute runtergebrochen hast, Chapeau. Finde ich gut. Das Schlimme ist, dass er das schon so oft gesagt hat und kein Schwein. Was wirst also, du mir beantworten? Also wenn du das ja alles weißt, dann ist ja auch klar, was das Ziel der Wahrheitsbewegung und der freiheitsliebenden Menschen ist, nämlich eine große kritische Masse weltweit zu erzeugen und dieses Problem zu lösen. Ja? Wahrscheinlich mit 5 Milliarden Menschen. Das wäre so das Ziel. Das ist ja dann auch klar, ne? Und dass wir alle daran arbeiten müssen, an der Aufklärung, an einem Miteinander, ja, und dass wir von unten heraus, nach oben heraus aufräumen werden, global. Zumindest spricht die 81 besser wie Roy. Tut mir leid. Die 81, ich heiße Lambo, Dr. Lambo. Die 81 sind Punkte. Ich die 81 hier, steht nicht Lambo drunter. Also ich möchte da jetzt gerne mal kurz drauf eingehen, weil mein Chat ist da, also die Hälfte meines Chats ist davon überzeugt, dass du betrunken bist, Nordmann. Entspricht das der Wahrheit? Völlig betrunken, natürlich. Nee, nicht völlig, aber das steht hier jetzt bestimmt 20 Mal im Chat drin. Ach so, war ich noch nie gesehen. Ja, deswegen frage ich halt nach, ob du vielleicht schon was getrunken hast, weil ich bin der festen Überzeugung, don't drink in TikTok. Da macht man sich keine Freunde mit. Deswegen an der Stelle nochmal die Frage, hast du heute schon ein bisschen was getankt? Ich habe Pfefferminztee getrunken, natürlich. Schnaps?
Was ist Schnaps? Pfefferminz-Schnaps, habe ich das richtig verstanden? Pfefferminz-Tee. Tee? Ja. Also ist das, was die Leute hier in meinem Chat denken, dass du betrunken bist, die sehen das falsch. Okay. Was? Er stellt eine Frage und er antwortet mit okay. Geil. Oh, herrlich, Alter. Tee mit Schnaps. Nee, wie gesagt, ey, dann tue ich dir jetzt einfach einen Gefallen, bevor wir, ich weiß, wie die Reue und so ist. Was soll ich denn machen, Mann? Das ist lustig. Ja, ich weiß, aber... Ich kann doch nichts dafür. Don't drink in TikTok, please, people. Hallo, Tanja. Der hat einen Tee. Ich muss deshalb echt grinsen, weil ich glaube, dieser Nordmann ist mit der Baerbock verwandt. Könnt ihr mir erzählen, was er wollt? Oder die gehen in den gleichen Schnapsladen, ehrlich. Hallo Tanja. Hi Tanja. Hallöchen. Ich stelle eine Anfrage, wollte mich mit dem Nordmann unterhalten. Und was machst du, Patrick? Du schmeißt ihn runter. Ja, weil man sich nicht über Betrunkene hier auf TikTok lustig macht. Das macht man nicht. Also dürfen wir uns auch nicht mehr über die Baerbock lustig machen? Ja, doch. Ja, du hast doch gerade gesagt, wir dürfen uns nicht über Betrunkene lustig machen. Ja, hier auf TikTok. Also Baerbock, also ganz, um es klar zu sagen, Baerbock würde hier im Chat eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Ah. Ja. Also würdest du dem Nordmann irgendein Amt zuweisen wie Außenminister? Naja, er könnte Hand in Hand mit der Baerbock arbeiten. Ne? Meinst du, das macht den Kohl noch fett? Vielleicht können die beiden voneinander lehnen. Vielleicht tauschen die untereinander so ein bisschen ein paar Pillchen und so. Vielleicht hilft denen das. Ja. Ich hab Deutschkurs A, du B, zusammen haben wir C. Wäre ein Dreamteam, glaub mir. Ehrlich. Ist er noch hier drin? Also er könnte ja mal reinschreiben. Ja, was wolltest du ihm denn jetzt erzählen? Ach, ich wollte mit ihm mich nur so ein bisschen... Patriot, Alter, hör auf zu gendern. Hör auf damit, sag ich dir. Das ist ein genderfreier Stream. Hier wird sich nur über das Gendern lustig gemacht. Da können wir mitreden oder drüber reden. Er will nur Tee mit Schnaps, andere wollen 72 Jungfrauen. Alter, was ist was? Geil, Alter. Es gibt ja auch Leute, die sind Naturhai, ne? Die gibt's ja auch. Die Fernsehzombies vor allem, die sind alle Naturhai. Und die holen sich täglich ihre Dosis, Lambo. Aber richtig, die schauen so tief in die Glotze, dass alles, was aus ihrem Mund rauskommt, nur wiedergekäutes Fernsehgesülze ist. Was ist mit den WählerInnen? Oh, ja, mir geht das hier auf TikTok schon auf den Sack, wenn die mir hier hinschreiben, deine FollowerInnen. Ich kann es kaum aussprechen. Ja, das ist geisteskrank. Ja, das sind auf jeden Fall alles Patienten für die Praxis. Da kannst du noch ein paar Doktoren einstellen, Lambo. Ja, habe ich ja schon. Ich habe ja Assistenzärzte mittlerweile. Ja, da brauchst du auf jeden Fall eine Praxis, ganzes Krankenhaus. Ja, ich habe ja die, ich probiere das ja der ganze Flut. Hat die Baerbock und der Nordmann bei dir auch schon angemeldet? Oder sind die noch auf der Warteliste? Die können jederzeit kommen. Auch denen werde ich das Gehirn operieren, rhetorisch. Gar kein Problem. Warum wartest du damit so lange? Ich warte ja nicht. Ich lade sie ein, hiermit öffentlich. Baerbock, alle Professoren dieser Welt und sonst wer, kommt in meine Praxis. Gerne. Aber du, Lambo, ich muss dir leider etwas sagen, das wird dich schockieren. Jetzt kommt's. Aber es gibt auch hoffnungslose Fälle. Das ist nein, einfach so. Nein, 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 pass auf, dafür haben wir ja die Klinik. Wir haben ja die größte Anstalt. Ich erkläre es dir jetzt mal ganz genau. Ja, aber wenn der pass Patient... Auf, pass auf, mal ganz kurz, ich erkläre es dir jetzt ganz genau. Nach meiner Arbeit nehme ich mein Notarzt Lamborghini mit 1000 PS und fahre zu meiner Praxis. Dort behandle ich potenzielle Patienten. Wenn
Wenn festgestellt wird, dass es hierbei um ein irreparabel geschädigtes Gehirn handelt, ja, dessen Heilung ja, also durch Fernsehverseuchung nicht mehr möglich ist, schreibe ich eine Überweisung direkt nebenan an die Lambo-Klinik. Dort werden diese Patienten auf Lebenszeit eingesperrt, ja, nie wieder entlassen, weil Abhilfe nicht mehr möglich ist. Dessen Gehirne sind irreparabel geschädigt. Ja, die werden dann zwangseingewiesen in das größte Landeskrankenhaus Deutschlands, ja, mit über 350.000 Betten. Und wir können auch jederzeit auf 500.000er weiter, wir haben schon vorgesorgt. Gar kein Problem. Und so läuft das ab. Wie gesagt, die Leute, die in der Klinik landen, mit denen ist vorbei. Aber mal ganz ehrlich, das ist richtig schön human, weil du gibst ja somit keinen Einzelnen auf. Nee, ich bin human, richtig. Gibt es dann für die Pommes auch so VIP-Logen oder... Nein, aber es gibt, wie gesagt, es gibt hier so einige in der Lambo Army, die haben den Titel Assistenzarzt erreicht. Oh. Na, ich meinte für die Baerbock, die brauche ich ein Einzelzimmer. Wenn, außer sie geht jetzt mit den Nordmann in so ein Doppelzimmer, dann wäre okay. Aber ansonsten macht der jeden verrückt. Die Baerbock bekommt Lambo Klinik Gummizelle. Hardcore. Auf jeden Fall. So, wenn Leute, meine rhetorischen Operationen nicht helfen können, dann ja. So, Leute, ich habe jetzt schon wieder eine Einschränkung bekommen. Weswegen? Grund allgemeine Verschwörungstheorien. Echt? Wir haben doch über Religion und so, was weiß ich, was ihr quatscht. Was? Ja, so Religion, ja, es klingt ja auch nach einer Patrick, stimmt das wirklich? Was? Stimmt das, Einschränkung wegen allgemeiner Verschwörungstheorien? Ich kann dir das auch gern zeigen. Wenn das können ja nur Geisteskranke klicken, sowas. Das sind ja Fernsehzombies, Geistesgestörte. Na, die brauchen das war doch ein Spaß jetzt, ohne Scheiß, das stimmt nicht. Der Nordmann wusste halt nicht, wo er klicken soll, Mensch. Allgemeine Verschwörungstheorie, ja. Raus. Ja, das ist so, diese Fernsehzombies, ne? Wenn sie hilflos sind und nichts mehr tun sollen, dann drücken sie ganz schnell Verschwörungstheorie und dann ist alles wieder gut. Dann kann die Welt weiterleben. Alter, das ist doch nicht normal. Jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Ja, im Notfall machst du einmal aus und wieder an, ne? Ja, nee, wie gesagt, ich mach dann jetzt auch erstmal wieder Mittag und alles. Und ich bin jetzt auch schon wieder seit zu vielen Stunden online und muss jetzt erstmal was anderes unternehmen. Wie gesagt, warte. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die hier teilgenommen haben. Ich schicke dir doch einen Panda. So, zack. Ja, Dankeschön für die ganzen Geschenke, für die Likes. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auch. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Also ich auch. Ich habe Bauchschmerzen. Genau. Und das heißt, wir hören uns dann ganz bald wieder. Danke, Tanja. Das war jetzt halt ein bisschen kurz. Und ich habe dir auch leider den Alkoholiker weggenommen. Das wusste ich natürlich im Vorfeld nicht. Nächstes Mal kündige ich das vorher an. Jawohl. Dann besorge ich dir, Tanja. Lambo vielleicht bei dir als nächstes in der Klinik. Ich dir hier den besoffensten Antifanten, den ich finde. Ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, wenn du da an Jeremy gerätst, hast du ein echtes Problem. So. Nee, glaub ich und nicht. Abschließend würde ich noch sagen, ihr werdet alle in der Hölle schmoren. Und die dich in der Hölle schmoren, kommen im Himmel und kriegen 72 Jungfrauen mit schwellenden Brüsten und keine Sorge, ihr seid mit einem Palmenpenis ausgestattet. Genau. Und die Frauen übrigens werden entweder als 33-jähriger Mann im Himmel wiedergeboren, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder sie bekommen 72 Computer-Nerds. Na gut, das ist immer den Kulturschock vor, Alter. Du machst die Augen zu, bist noch ein Baby gewesen, wirst wach, bist 33 Jahre alt und hast auf einmal Haare auf der Brust, einen Palmenpenis und vor dir stehen 72 Jungfrauen und wollen beglückt werden. Der Himmel auf Erden. Nee. So, ich bin raus, Patrick. Ich wünsche euch was. Ja, ich bin auch raus. Ciao, bis dann, Leute. Gut, viel Spaß. Ich wünsche euch auch was. Ciao, ciao.